die 23. Amtsperiode. Ich stelle fest, dass der Gemeinderat ordnungsgemäß einberufen wurde und die Beschlussfähigkeit gegeben ist. Entschuldigt ist die Frau Gemeinderat Schimak aufgrund einer Erkrankung. Beurlaubt sind die Frau Gemeinderat Maukner, an ihrer Stelle Frau Gemeinderat Markowitz und Frau Gemeinderat Werner, in ihrer Vertretung Herr Gemeinderat Wira. Die Sitzung wird wie gewohnt im Internet übertragen. Ich begrüße die Gemeinderätinnen Schinakel und Eigner sehr herzlich wieder in unserer Mitte, die ihre Beurlaubung beendet haben und wieder da sind. Herzlichen Glückwunsch. Die Frau Clubvorsitzende hat demnächst Geburtstag, das sage ich jetzt einfach noch diese Woche. Ich singe jetzt nicht mit Rücksicht auf eure Ohren und Nerven, das machen wir bei Gelegenheit. Gell. Die Verhandlungsschriften vom 6.7. und 21.9. liegen vor. Gibt es dagegen, was jetzt, gilt der Applaus dem Geburtstag oder den Verhandlungsschriften? Ich gehe mal davon aus, er gilt dem Geburtstag. Ich bin ja zurückhaltend, weil man darf ja vor dem Geburtstag offiziell nicht applaudieren. Aber jetzt ist die applaudiert worden und das völlig zu Recht, Christine. Okay? Dann haben wir zwei Antragsbegehren. Herr Dr. Hofrat. Danke. Bitte. Ein Antrag, Gemeinderätinnen Magistra Eigner und Magistra Siebert. Erstens, die Stadt Salzburg vergibt in den unterschiedlichsten Ressortbereichen zahlreiche Aufträge an Privatunternehmen. Um die berufliche Gleichstellung von Frauen in Unternehmen zu fördern, koppelt die Stadt ihre Auftragsvergabe an die Verpflichtung zu frauenfördernden Maßnahmen der Arbeiterinnen, der Anbieterinnen und orientiert sich dabei am Wiener Modell. Bei der Formulierung von Zuschlagskriterien wird auf die Einarbeitung von Gender-Aspekten geachtet. Zweitens, in einer Arbeitsgruppe wird das Wiener Modell auf Salzburger Verhältnisse adaptiert und anhand von Pilotmodellen in der Umsetzung erprobt. Die Arbeitsgruppe legt mit Jahresende 2012 einen Zwischenbericht an die Fraktionen vor. Ein Jahr nach Implementierung der an Frauenförderung gekoppelten Auftragsvergabe ergeht ein Erfahrungsbericht an den Gemeinderat. Auf Basis der Erkenntnisse sollen insbesondere Vorschläge für die schrittweise Ausweitung der Verpflichtung zu gleichstellungsfördernden Maßnahmen für die Anbieterinnen auf sämtliche Ausschreibungsbereiche der Stadt Salzburg erfolgen. Und ein Antrag von Frau Gemeinderätin Sagi. Bei allen Neubauten, Sanierungen und Adaptierungen von öffentlichen Gebäuden durch die Stadt Salzburg wird der Einsatz von Photovoltaikanlagen zur Stromversorgung zwingend geprüft und die Errichtung einer Anlage bei technischer Machbarkeit vorgenommen. Danke, Sie haben die Antragsbegehren gehört. Bevor ich in die Tagesordnung eintrete, gibt es ein aktuelles Thema, eine aktuelle Stunde. Gut. Genosse Hütting hat sich zu Wort gemeldet. Der Pepo-Mautner ist es. Also, Sie haben das Antragsbegehren gehört. Gibt es eine Gegenmeinung, dass wir den Dr. Mautner reden lassen, das ist nicht der Fall, dann darf er reden. Bitte erwartet es kurz und bündig zu halten. Gell? Dankeschön. Also aktuelles Thema, Bettelverbot beantragt von der FPÖ, die sich jetzt in der Betriebsform des Herrn Clubvorsitzenden zu Wort meldet. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, das Bettelverbot oder vielleicht auch der Betteltourismus in unserer Salzburger Altstadt ist ja in mehrfacher Hinsicht ein aktuelles Thema. Die Jahreszeit wird wieder wärmer und mit den zunehmenden Touristenströmen müssen wir auch feststellen, dass der Betteltourismus in unserer Stadt wieder zunimmt und auch die Beschwerden
der Bevölkerung, die Beschwerden der Salzburgerinnen und Salzburger werden immer mehr an uns herangetragen. Da tut sich gerade in letzter Zeit eine aktuelle mediale Diskussion entwickelt, in deren sogar erklärt wird, Menschen, die in unsere Stadt kommen, hätten ein Menschenrecht auf Betteln. Und ich sage es, ich freue mich, dass man auch Ihnen, einen Aktivisten aus dieser Seite, heute hier auch die Gelegenheit gibt, Ihre Position hier klarzulegen. Der Gemeinderat soll offen alle Diskussionen aussprechen und jedem die Möglichkeit geben, zu sagen, was er denkt. Und drittens führt es ja bekanntlich auch so weit, dass das in Salzburger Landesgesetz verankerte Bettelverbot ja mittlerweile auch den Verfassungsgerichtshof beschäftigt. Für uns, für die Freiheitlichen, Anlass für das Thema ist allerdings primär der immer mehr zunehmende Betteltourismus, das immer größer werdende Problem und ganz besonders die Beschwerden der Salzburgerinnen und Salzburger, die deswegen an uns herangetragen werden. Ich wundere mich auch, dass es hier eine Partei gibt, die ÖVP, die immer auch für Sicherheit und Sauberkeit wirbt, dass es hier ein Landesgesetz gibt, das ganz klar die Bettelei verbietet und das auch in der Innenstadt und hier offensichtlich nichts oder kaum etwas passiert. Das Gesetz wird ja offensichtlich zumindest nur sehr schleppend umgesetzt. Wobei ich sage, die Sicherheit gefährdet, die Sicherheit, was man im engeren Bereich dadurch versteht, wird sicherlich nicht durch den Betteltourismus, aber ein Sicherheitsproblem sind jene Organisationen, die diese Menschen in unser Land schleppen und sie aufgrund ihrer Behinderungen, ihres Handicaps auch missbrauchen. Und das Problem, das wir in der Stadt haben, es ist, und da sage ich Gott sei Dank, kein hausgemachtes. Es ist ja keine Frage, dass es auch bei uns in der Bevölkerung Armut gibt, dass es auch bei uns in der Bevölkerung soziale Probleme gibt. Aber ich sage, in Österreich, in Salzburg, unsere sozialen Netze sind so dicht gespannt, dass man sagt, noch einmal Gott sei Dank, niemand zur Bettelei auf die Straße gezwungen wird. Worum geht es? Die Beschwerden und der Unmut unserer Bevölkerung richten sich gegen einen Betteltourismus. Einen Betteltourismus, den zumindest nach meiner Ansicht mit aller Entschiedenheit und mit allen Möglichkeiten, die das Bettelverbot aufweist, entgegenzutreten ist. Schauen wir mal in die Altstadt. Menschen, die vom Schicksal schwer gezeichnet sind, deren Anblick wirklich, nehme ich an, bei jedem von uns Mitleid erwirkt. Solche Menschen werden organisiert nach Salzburg gebracht, damit sie hier betteln. Ein Problem, und das gestehe ich gerne zu, das nicht nur Salzburg betrifft, sondern alle Innenstädte von Großstädten und ganz besonders natürlich jene Städte, die auch Touristenmagneten darstellen, wie unsere Innenstadt. Versuchen Sie einmal so einen Bettler, die da in die Stadt gekarrt werden, anzusprechen und Sie werden feststellen, dass diese Menschen kein Wort Deutsch können. Von hier können sie also nicht kommen. Und wer die Armut und den körperlichen Zustand, die Behinderung, die Handicaps dieser Menschen sieht, der weiß auch, dass diese Menschen mit Sicherheit nicht aus eigenem Antrieb, mit eigenen Mitteln und alleine hier nach Salzburg gekommen sind. Dass diese Menschen hier sind, ist das Werk von verantwortungslosen Geschäftemachern. Menschen, Geschäftemacher, skrupellos, die ihre Geschäfte machen mit Armut und Mitleid. Armut und Mitleid, Geschäftemacherei auf den Rücken von Menschen, die, wie jeder sieht, vom Schicksal schwer gezeichnet sind. Bezeichnend dafür ist ja, wenn man die Situation vielleicht etwas länger beobachtet,
dass diesen Bettlern dann in regelmäßigen Abständen von Dritten auch wieder das Geld abgenommen wird, dass sie auch ja nicht selber darüber verfügen können. Woher kommen sie nun? Es sind EU-Bürger. Und wir bekennen uns alle zu den Freizügigkeiten innerhalb der Europäischen Union, sodass natürlich Menschen, und als Fremdenverkehrsstaat ist man ja auch froh darüber, auch Menschen aus allen europäischen Staaten und damit auch aus Rumänien oder aus der Slowakei oder aus anderen betroffenen Gegenden zu uns kommen können. Aber es ist offensichtlicher Missbrauch dieser Freizügigkeiten und dieser Freiheiten, wenn jemand meint, hier in unsere Stadt zu kommen, oder noch schlimmer, wenn jemand meint, in unsere Stadt Menschen zu schleppen, damit sie hier betteln und der Gewinn aus dieser Bettelei dann irgendwelchen Organisationen zukommt. Und wer meint, dass diesen Menschen dann hier auch noch ein Menschenrecht auf Bettelei zukommt, der muss sagen, dass er mit seiner Argumentation genau diesen Organisationen Tür und Tor öffnet und jenen, die derartige Menschen für Bettelei missbrauchen, um in die eigene Geldtasche zu wirtschaften, dass genau jenen Menschen und jenen Organisationen in die Hände gespielt wird. Und wenn Sie, muss man ehrlich aussprechen, mit jedem Euro, dem diesen wirklich erbarmungswerten Menschen gegeben wird, wird deren Situation verschlechtert. Weil mit jedem Euro bekommen genau diese Organisationen mehr Geld in die Hand gespielt. Und mit jedem Euro ist Erfolg für diese Organisationen und es werden in Europa immer mehr Menschen dieses Schicksals zuteil. Ein Interesse daran, diese Tür zu öffnen, die Interesse daran, Menschen aus ganz Europa die Gelegenheit zu geben, in unserer Innenstadt zu betteln, ein Interesse daran kann wohl kein vernünftiger Mensch haben. Eine Lösung kann wohl nur in jenen Staaten erfolgen der Europäischen Union, die offensichtlich kein geeignetes Sozialnetz haben und die offensichtlich nicht geeignet sind, für Menschen, die von Schicksal schwer gezeichnet sind, in ihren eigenen Staaten vernünftige Lebensgrundlagen zu schaffen. Nur die Lösung und die Antwort darauf kann nicht sein, dass man jene Menschen die Möglichkeit eröffnet, in unsere Innenstadt zu kommen, in unsere Innenstadt zu betteln, um dann im Endeffekt dafür auch noch ausgenützt zu werden. Wir Freiheitliche verlangen eine Umsetzung des Bettelverbotes, eine strikte Umsetzung wirklich im Interesse aller. Im Interesse erstens der Salzburger Bevölkerung, die Beschwerden und der wir werden, nehme ich an jeden herangetragen hier, die Beschwerden häufen sich und die Beschwerden sind nur zu verständlich. Als zweites aber auch im Interesse einer Festspielstadt, einer Touristenstadt, die nicht gleichzeitig zum Magnet eines internationalen Betteltourismus werden darf. Aber als drittes auch als Schutz der Opfer jener, die von kriminellen Organisationen hier nach Salzburg gebracht werden, Menschen, die vom Schicksal schwer gezeichnet sind, hier ausgenützt werden, der Bettelei zugeführt werden und der Gewinn dann von diesen Organisationen eingestreffen wird. Das verschlimmert nur das Schicksal dieser Menschen. Und wer meint, ihnen jetzt auch noch ein Recht umhängen zu müssen, dem muss klar sein, dass er die Situation jener Menschen verschärft und diesen Organisationen, die diese Menschen schamlos ausnützen, Tür und Tor öffnet und in die Hände spielt. Deshalb. Im Interesse aller, die mit dieser Problematik zu tun haben. Deshalb brauchen wir ein Bettelverbot, aber wir brauchen auch eines, dass es konsequent umgesetzt wird und konsequent administriert wird. Wir Freiheitliche, wir bekennen uns zur Bekämpfung der Armut. Wir bekennen uns auch zu einer sozialen Gerechtigkeit in diesem Land. Einer sozialen Gerechtigkeit, die natürlich in jedem Land herrschen sollte. Aber es darf eines nicht sein, dass am Rücken von Menschen, die gezeichnet werden, die Bettelei in der Stadt Salzburg Tür und Tor geöffnet wird. Und das auch noch auf dem Rücken unserer Touristen und auf dem Rücken unserer eigenen Bevölkerung.
deswegen von den Freiheitlichen ein klares Bekenntnis zum Betelverbot und ein klares Bekenntnis auch zu dessen Umsetzung. Hoher Gemeinderat, Herr Bürgermeister, geschätzter Herr Dr. Schöppel, Sie haben das Bettelverbot angesprochen, das ja im Landessicherheitsgesetz in Paragraph 29 genau geregelt ist. Und ich möchte dem Gemeinderat gerne mal jetzt diesen Text einmal vorlesen, damit wir wissen, wovon wir reden. Wer an einem öffentlichen Ort oder von Haus zu Haus unter Berufung auf wirkliche oder angebliche Bedürftigkeit zu eigennützigen Zwecken Geld oder geldwerte Sachen für sich oder andere erbittet, begeht eine Verwaltungsübertretung, Punkte, Punkte, geht dann so weiter. Das ist ein Gesetz, das die Polizei zu vollziehen hat. Und Herr Dr. Schöppel, wenn Sie eingangs der Polizei vorwerfen, dass sie das zu lax macht, dann muss ich dem heftig widersprechen. Denn es ist nicht einfach, und das wissen wir alle, wenn wir durch die Altstadt gehen, speziell in den Wintermonaten, wenn schwerstbehinderte arme Menschen oft ohne Arme und Beine in der Getreidegasse sitzen bei Minusgraden und aufgrund ihrer Körperbehinderung eben darauf aufmerksam machen und beten, dass die Polizei dann dort einschreiten muss. Das ist wahrlich keine leichte und keine angenehme Arbeit. Zum Zweiten, wie in altbewährter Manier, hilft das Magistrat natürlich mit, weil es geht ja nicht nur um die Paragraphen hier einzuhalten und Anzeigen zu legen, denn Sie haben ja vorher gesagt, großteils handelt es sich ja hier um EU-Bürger und das ist dann oft relativ schwierig. Faktum ist, dass die meisten fast kein Geld haben, weil es ihnen regelmäßig von Hintermännern und Hinterfrauen abgenommen wird. Ob das jetzt nun kriminelle Organisationen sind, die dahinter stehen oder Familienbanden, das ist oft sehr vielschichtig, geht in vielen Bereichen hinein. Aber es geht ja auch noch um andere Dinge, die Sie Gott sei Dank in dieser Dimension nicht mitbekommen. Und das ist wieder ein Indiz dafür, dass es sich hier um organisierte Gruppen handelt, denn die Bettler werden über Autobahnen, speziell Knoten Nord und Knoten Süd, in die Stadt hereingebracht. Wir haben gerade diese Woche wieder einige Zeltlager ausgehoben, das bekommen Sie gar nicht mit. Das macht die Magistratsabteilung 1, das ist auch nicht sehr angenehm. Wenn man dann die Zelte in den Wäldern räumen muss, entsprechende Unreinverschmutzungen dann vorhanden sind, um eben diesem Problem Herr zu werden. Um was geht es in Wirklichkeit? Es geht in Wirklichkeit doch darum, dass wir glauben, die Minderheitenprobleme, und sprechen wir es doch einmal deutlich an, großteils von Sinti und Roma, die Minderheitenprobleme, die gesellschaftlichen Probleme, die diese Gruppen in ihren Heimatländern haben, Slowakei, Rumänien, Bulgarien, dass wir diese Minderheitenprobleme hier in Salzburg durch die Aufhebung des Bettelverbotes lösen können. Und ich glaube, daran wird ja wohl keiner zweifeln, dass das auf diese Art und Weise nicht geht. Es ist eine schwierige Arbeit der Polizei gemeinsam mit dem Magistrat. Und wir alle, vom Bürgermeister angefangen, werden laufend mit Beschwerden konfrontiert, saisonal natürlich bedingt, wenn es wieder mal ärger wird. Und gerade jetzt haben wir wieder so eine Situation. Und ich möchte nicht haben, dass wir in Städten leben müssen wie in Italien, wo sie teilweise auf den Schanigärten gar nicht mehr ihren Kaffee genießen können, weil einfach massiv hier das Bettelunwesen vorangeschritten ist, weil die Italiener leider Gottes so eine Regelung nicht haben. Wir hatten vor einigen Monaten ein Gespräch mit den Vertretern des Runden Tisches bei mir, und haben uns dann mal versucht auszutauschen, gegenseitig die Argumente darzulegen. Und ich finde es bedauerlich, dass die guten Ideen, die mit dem Runden Tisch der Menschenrechte erarbeitet werden sollten, wobei es ja letzte Woche im Stadtsenat dazu auch einen finanziellen Beschluss gegeben hat, den wir in dieser Form nicht mittragen konnten. Wir werden im Laufe der heutigen Tagesordnung ja dazu noch einmal Stellung nehmen können, dass genau das Erste, was hier dann herausgezaubert worden ist, medial eben die Abschaffung des Bettelverbotes ist. Ich glaube, Sie haben sich damit keinen guten Dienst erwiesen im Sinne der Sache. Die Aufhebung des Bettelverbotes ist wirklich das falsche Signal. Wir können die Probleme hier auf diese Art und Weise nicht lösen. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie die Stadt Salzburg und speziell die Altstadt dann aussehen wird,
wenn dieses Bettelverbot aufgehoben werden sollte. Und das, was man immer möchte, mit der Aufhebung des Bettelverbotes die Menschenrechte einzuklagen und dann mit Anstandsverletzungen stattdessen vorzugehen, das wird ein schwieriges Unterfangen werden, wie man dann das beweisen sollte, dass diese Art von Betteln eine Anstandsverletzung darstellt. Es ist jetzt schon schwierig genug mit der klaren gesetzlichen Regelung, die wir Gott sei Dank haben, das Betteln einigermaßen im Griff zu halten. In Wahrheit ist es ja nichts anderes wie ein Verdrängen. Die Menschen sind ja wirklich arm. Wir gehen sie in andere Länder oder in andere Städte. Wir leben jetzt ja auch in Österreich. Da gehört natürlich auch ein nationaler Schulterschluss her, dass man sich wirklich über alle Städte hinweg ein Konzept überlegt, weil wir können nur eines machen, es ihnen so unangenehm und ungemütlich wie möglich zu machen, aber die Probleme, und das wissen wir auch alle, können wir damit nicht lösen. Diese Probleme müssen in den Herkunftsländern gelöst werden. Und immer wieder, wenn es heißt, das ist ein Menschenrecht, ich habe selten eine Salzburgerin oder einen Salzburger gesehen, der durch das Betteln seinen Lebensunterhalt finanzieren haben müssen. Ich glaube, dazu sind wir Gott sei Dank in der Lage, auf andere Möglichkeiten zurückzugreifen. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit dem ausländischen Bettelunwesen und das sollte mit diesem Bettelverbot weiter, soweit es irgendwie geht, hintangehalten werden. Danke. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, darf vielleicht beginnen mit dem erwähnten Paragraf 29 Landessicherheitsgesetz, der ja dieses generelle Bettelverbot vorsieht. Als Jurist halte ich es für verfassungswidrig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es gegen Menschenrechte verstößt. Bin mir auch ziemlich sicher, dass der Verfassungsgerichtshof in nächster Zeit diese Bestimmung aufheben wird. Und ich halte sie eigentlich auch für eine unmenschliche Formulierung, so wie sie jetzt gewählt wurde. So wie wir da sitzen, können wir es nicht ausschließen, dass jemand tatsächlich durch die sozialen Netze durchrutscht, sei es jetzt selbst verschuldet, sei es ohne Verschulden. Das sollte in der Situation keinen Unterschied machen. Aber, das muss ich auch dazu sagen, natürlich gibt es Formen des Bettelns, die unsere Gesellschaft auch nicht tolerieren darf. Ein bisschen was ist eh schon erwähnt worden, aggressives Betteln. Wenn im Hintergrund eine organisierte Bande, eine organisierte Gruppe steht oder die schlimmste Form aus meiner Sicht, wenn Betteln passiert, gemeinsam mit Kindern, mit Unmündigen. Wir kennen leider diese Situationen auch in der Stadt Salzburg. Es gibt organisierte Gruppen, es gibt organisierte Banden. Es gibt auch Familienverbände, wo ich ganz ehrlich sage, für mich macht es jetzt keinen Unterschied, ob da jetzt ein Patriarch dahinter steht, der seine Familie ausschickt oder ob das dann eine organisierte Bande ist mit, sage ich, mafiösen Zügen, das macht keinen Unterschied. Weil was es schlicht und einfach bedeutet, ist, da geht es um Ausbeutung von Menschen, da geht es um Zwang und Gewalt, die sehr oft ausgeübt wird und vor allem geht es um das Leid von Kindern auch und damit auch um die Würde der Menschen. Und ich glaube, wir sollten uns alle nichts vormachen, in aller Regel wird dieses Geld von einigen wenigen eingestrichen. Und ich glaube nicht, dass sich das regeln lässt allein jetzt mit den allgemeinen Bestimmungen im Strafgesetzbuch oder mit allgemeinen Bestimmungen, die schon existieren im Verwaltungsstrafrecht. Ich glaube, dass wir diese Formen, diese speziellen Formen speziell regeln müssen. Dass wir zwar kein allgemeines Bettelverbot machen, weil das heute wirklich für unmenschlich, dass wir aber ein eingeschränktes, teilweise Bettelverbot machen sollten. Es gibt gute Beispiele in Österreich, wenn ich an die Stadt Wien denke, die eben diese speziellen Formen, wo es geht, um Formen von Ausbeutung, um Zwang, um Leid für Kinder und Unmündige, die das verbieten. Und ich glaube, das wäre wichtig, das so herauszuarbeiten. Also die Position, die ich vertrete, die Sozialdemokratie vertritt, ist weg mit dem allgemeinen, generellen Bettelverbot. Es ist verfassungswidrig. Es ist sicher so, dass das auch unmenschliche Züge aufweist, weil wir nicht ausschließen können, dass tatsächlich jemand, der durch die sozialen Netze gerutscht ist, Hilfe braucht. Aber es soll ein teilweises Bettelverbot geben, nach Wiener Vorbild, wo aggressives Betteln, wo organisierte Gruppen und Banden dann der Nährboden entzogen wird und wo man etwas dagegen tun kann. Nächste Wortmeldung, Kollegin Haller. Ich frage den Dr. Mautner, will er sich zu Wort melden? Okay.
Armut bekämpfen statt Betteln kriminalisieren. Die Bürgerliste hat sich zu diesem Thema ja schon öffentlich geäußert. Wir unterstützen die Forderung der Salzburger Armutskonferenz und des Runden Tisch Menschenrechte nach Abschaffung des wirkungslosen Bettelverbots. Ich möchte auch an dieser Stelle den Robert Buckler begrüßen, der in diesem Zusammenhang ja auch schon einmal zu Recht gesagt hat, Verwaltungsstrafen werden die Armen der Ärmsten, werden die Ärmsten nicht abschrecken. Also ich glaube, die Frage der Wirksamkeit eines solchen Verbotes ist eine, die man zuallererst beantworten oder sich stellen muss. Wir brauchen eine Politik, die Armut bekämpft und nicht eine Politik, die den Anblick von Armut verbietet und eben das Betteln kriminalisiert. Warum diskutieren wir heute? Es hat Vizebürgermeister Panosch dieses Thema schon angeschnitten. Wir diskutieren dieses Thema unter anderem auch heute in Salzburg, weil der Verfassungsgerichtshof in Wien sich mit dem Thema Betteln befasst. Und der Verfassungsgerichtshof wird auch den schon zitierten Paragraph 29 des Salzburger Landessicherheitsgesetzes prüfen. Er wird sich fragen, ob diese Bestimmung verfassungswidrig ist. Vizebürgermeister Panosch hat das schon angesprochen, er ist selbst Jurist und teilt die Einschätzung, dass diese Bestimmung verfassungswidrig ist. Ich teile diese Einschätzung im Übrigen auch. Die Mitglieder des Gemeinderates werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass der Grazer Pfarrer Wolfgang Bucher im Oktober 2010 veranlasst hat, dass eine Verfassungsklage gegen das Bettelverbot in Salzburg eingebracht wird. Das ist auch der Grund, warum das Höchstgericht jetzt prüft. Laut Bucher ist es nämlich höchst an der Zeit, dass die abwertende, diskriminierende und verächtliche Haltung gegenüber den Ärmsten höchstgerichtlich geprüft wird. Salzburg, und da teilt Herr Bucher eine andere Meinung wie die Freiheitlichen oder die ÖVP in Person des Herrn Vizebürgermeister Breuner, Salzburg hat nach Ansicht Buchers ein strenges, ein umfassendes Bettelverbot, das vor allem in der Stadt Salzburg sehr rigoros vollzogen wird. Wie schon erwähnt, der Verfassungsgerichtshof befasst sich derzeit mit mehreren Beschwerden zu diesem Thema. Insgesamt werden Regelungen von 5 Bundesländern bekämpft. Und weil schon angesprochen wurde, wir bräuchten eine Regelung wie in Wien, dann kann ich die Ansicht der Sozialdemokratie nicht teilen. Spannend wird nämlich sein, ob die derzeitige Regelung in Wien verfassungsrechtlich überhaupt hält. Weil momentan befasst sich der Verfassungsgerichtshof mit den Bestimmungen aus Oberösterreich und aus Wien. Salzburg wird aber auch noch drankommen, davon bin ich überzeugt. Ein generelles Bettelverbot im öffentlichen Raum, so wie wir es hier in Salzburg haben, verstößt gegen Grundrechte und verletzt damit auch die Menschenrechte. Das ist ganz eindeutig, auch wenn das die Freiheitlichen nicht sehen möchten oder vielleicht auch Teile der ÖVP. Ich kann Ihnen nur zitieren, der Verwaltungsgerichtshof von Baden-Württemberg hat zum generellen Bettelverbot schon einmal sinngemäß festgestellt. Und ich zitiere wörtlich: Die Anwesenheit auf dem Bürgersteig sitzender Menschen, die in Not geraten sind und an das Mitleid und an die Hilfsbereitschaft von Passanten appellieren, ist als Erscheinungsform des Zusammenlebens hinzunehmen. Der österreichische Verfassungsgerichtshof hat sich auch schon einmal mit diesem Thema indirekt befasst. Er hat nämlich die ortspolizeiliche Verordnung der Stadtgemeinde Fürstenfeld mit der Begründung als verfassungswidrig aufgehoben, dass passives Betteln kein örtlicher Missstand ist. Das heißt, übersetzt, unaufdringliches Bitten von Almosen ist also nach Ansicht des Höchstgerichts eine hinzunehmende Form des Zusammenlebens. Und Grundrechte, sehr verehrte Mitglieder des Gemeinderates, Grundrechte stehen allen zu. Nicht nur den Normalbürgern und Normalbürgerinnen, sondern auch sogenannten Randgruppen, gesellschaftlichen Randgruppen. Und um welche Grundrechte geht es? Es geht um das Grundrecht auf Achtung des Privatlebens nach Artikel 8 EMRK,
um die Grundrechte der Meinungsfreiheit, aber es geht auch um die Grundrechte der Erwerbsfreiheit. Und nicht zuletzt, es wurde schon angesprochen vom Herrn Vizebürgermeister Breuner, nämlich welche Personen sind es, die uns derzeit mit dem Betteln unter Anführungszeichen beschäftigen. Es sind meistens Personen der Volksgruppe der Roma und Sinti. Und daher ist mit dem Bettelverbot auch verbunden eine Frage des Verbotes der rassischen Diskriminierung. Das wird ja immer wieder zwar so hingestellt, dass wir das hier in Österreich nicht lösen können und die Menschen ja sehr arm sind, aber im Grunde ist auch immer wieder nur eine Personengruppe in Verbindung, wird nur immer eine Personengruppe in Verbindung gebracht, nämlich die von mir genannten Roma und Sinti. Ich bin ja gespannt, die bevorstehende Entscheidung des Höchstgerichtes zu diesem Thema Bettelverbot wird in Salzburg mit Sicherheit eine Auswirkung haben. Und ich bin daher der Auffassung, dass es sinnvoller wäre, wenn die Landespolitik nicht wartet, bis der Verfassungsgerichtshof kommt, sondern gleich daran geht, das wirkungslose Verbot aus dem Jahre 1979 aufzuheben. Zum Thema Mythos, Bettelmafia, wurde auch schon angesprochen. Wer sind diese Menschen, die alljährlich zu uns kommen? Sind es wirklich Bettelbanden aus dem Osten oder Familien ohne Perspektive? Immer wieder wird im Zusammenhang mit der Diskussion um das Bettelverbot dieses Argument strapaziert. Es ginge ja dabei um die Bekämpfung der Bettelbanden aus dem Osten, die die Menschen zwingen. Vizebürgermeister Breuner hat das ja schon gesagt. Es wurde auch schon von Herrn Panusch angesprochen. Ein rigoroses Vorgehen gegen die Bettler wird nämlich damit begründet, dass es ja nicht um die armen Männer und Frauen und Kinder gehe, sondern um das organisierte Betteln oder die organisierten Banden, die dahinter stünden. Beweise für die Bandentheorie gibt es freilich keine, bleibt auch Herr Vizebürgermeister Breuner schuldig. Marion Tuswald und Ulrike Gladig, beide Mitglieder der Wiener Bettellobby, weisen darauf hin, dass das Bild der Bettelbanden falsch ist. Beide haben sich im Gegensatz zu einigen Mitgliedern des Gemeinderates aus der ÖVP mit diesem Thema auch schon beschäftigt, nämlich auch wissenschaftlich. Ja? Und die erzählen uns und die sagen uns, dass es in der Regel sich um Menschen handelt, die von ihren Sozialsystemen in den osteuropäischen Ländern im Stich gelassen wurden und in Österreich um Almosen betteln, um schlichtweg ihre Familien ernähren zu können. Und Caritas-Direktor Michael Landau merkt zu diesem Thema richtigerweise an, dass mit dem Mythos Bettelmafia suggeriert werden soll, dass alle Bettler kriminell sind. Und noch zum Schluss zum Herrn Vizebürgermeister Breuner und von der ÖVP und die sogenannten Gutmenschen. Die ÖVP sieht ganz entgegen ihrer christlich-sozialen Grundwerte im Betteln nur ein Sicherheitsproblem. Der Vizebürgermeister Breuner beschäftigt sich mit diesem Thema ja nicht erst heuer. Er hat ja bereits in den letzten Jahren immer wieder aus meiner Sicht unerträgliche Medienkampagnen auf dem Rücken der Ärmsten ausgetragen. Im Mai 2010 hat er eine Aktion scharf gegen illegales Betteln ins Leben gerufen. Er zeigte öffentlichkeitswirksam auf, wie er gegen die organisierte Bettelei vorgehen möchte. Neben einem rigorosen Vorgehen gegen die Ärmsten hat er auch ein zentrales Bettelregister gefordert. Geholfen hat es freilich nicht, denn das Bild der Armut konnte bis heute aus der Stadt nicht verdrängt werden. Und Herr Bürgermeister, Vizebürgermeister Breuner versucht es auch heuer wieder und überholt dabei die FPÖ von rechts. Allerdings, wenn ich heute dem Herrn Schöppel, der sich bisher zu diesem Thema nicht öffentlich geäußert hat, so zuhöre, muss ich das zurücknehmen, weil er spricht vom Betteltourismus und hat dabei aus meiner Sicht eine Diktion, eine Wortwahl, die meines Erachtens nicht gerade menschenfreundlich ist. Auch wenn namhafte Experten prophezeien,
dass der Paragraf 29 Sicherheitspolizeigesetz fallen wird, fährt die ÖVP den Kurs des Bettelverbots unbeirrt weiter. Und wenn ich mir die letzte Aussendung der ÖVP vom 22. März anschaue, spricht das eine klare Sprache. Ich gehe auch davon aus, dass der Verfasser dieser Presseaussendung hier im Raum sitzt. Da stehen Worte wie drinnen, wie Betteln begünstigt mafiose Strukturen, an jedem nur halbwegs passenden Eck Bettler aus Südeuropa, zum runden Tisch meint er Naivität für 95.000 Euro, Gutmenschen, bitte endlich aufwachen. Und dann schreibt er noch im Zusammenhang mit der Aufhebung des Bettelverbots, wir bekommen Zustände wie in manchen italienischen Städten. Angst erzeugen, Fremdenfeindlichkeit schüren und Vorurteile bedienen. Das ist offenbar die Rezeptur von Herrn Vizebürgermeister, wie er das Thema Betteln in Salzburg angehen will. Anstelle einen Diskurs mit den Menschen zu führen, vor allem mit den Menschen vom runden Tisch, mit den NGOs, bezeichnet er sie herablassend als Gutmenschen. Das ist eine Art von Politik, die die Bürgerliste nicht mittragen kann. Und noch einmal angesprochen auch zu der Thematik, dass es so viele Beschwerden gibt. Ja, das wird schon sein, dass man sich manchmal gestört fühlt von Menschen, die zeigen, dass sie arm sind. Wir brauchen ihnen nichts zu geben, wir können wirklich an ihnen vorbeigehen, wenn wir glauben, es stört uns, wir wollen sie nicht unterstützen. Aber wenn es um aufdringliches Verhalten geht oder wenn es darum geht, dass jemand aggressiv wird, dann denke ich schon im Gegensatz zu Martin Banusch, der meint, die bestehenden Gesetze reichen nicht aus. Ich glaube sehr wohl, dass die bestehenden Gesetze nach dem Sicherheitspolizeigesetz, aber auch nach dem Strafgesetzbuch ausreichend Möglichkeit bieten, dass hier die öffentlichen Organe der Sicherheit einschreiten. Ein extra Bettelverbot nach Paragraf 29, ein umfassendes oder auch auf bestimmte Erscheinungsformen eingeschränkt, bin ich der Meinung, brauchen wir nicht. Und es ist vor allem wirkungslos und suggeriert nur, dass man glaubt, mit einer solchen Bestimmung das Phänomen Betteln in den Griff zu bekommen. In der Stadt Salzburg hat sich zwischenzeitlich Menschen zusammengefunden und sich jenseits der juristischen Frage vorgenommen, sich mit dem Thema Betteln auseinanderzusetzen. Die Bürgerliste hat sich dieser Gruppe angeschlossen, weil sie der Meinung ist, dass es notwendig ist, dass es eine Partei braucht in dieser Stadt, die für bettelnde Menschen Partei ergreift, das Wort ergreift, dann, wenn es notwendig ist. Daher wiederhole ich noch einmal meine Meinung, die ich also ganz voll unterstützen kann, die von der Salzburger Armutskonferenz erstmals erhoben wurde, dass wir eigentlich schnell daran gehen sollen, den Paragraph 29 Salzburger Landessicherheitsgesetz auch abzuschaffen. Weil ich glaube, wir brauchen ihn nicht und wir sollten handeln, bevor das Höchstgericht kommt. Bevor ich dem Dr. Mautner das Wort erteile, kommt eine Tatsachenrichtigstellung vom Kollegen Breuner. Bitte schön. Frau Magister, Tatsachenrichtigstellungen zum Ersten. Ich war sehr wohl im Gespräch mit dem Runden Tisch für Menschenrechte. Bin heute noch dankbar, ich habe einen tollen Film bekommen, einen Videofilm, den ich mir zu Hause angesehen habe. Und dann sollten Sie auch einmal tun, weil dann merken Sie nämlich genau den Unterschied. Bei diesem Film ging es um eine Familie. Da sind zwei oder drei Mitglieder dieser Familie nach Österreich gekommen, haben sich eine recht, nicht sehr gute, aber doch eine Bleibe organisiert, sind für einige Monate da geblieben, waren in einem Hausverband, haben also in einer Wohnung gelebt, die waren natürlich nicht nach dem Standard entsprechend, den wir gewohnt sind, und sind nach etlichen Monaten wieder zu Hause zurückgekehrt und haben dort ein Geld wieder der Familie gegeben, wo sie weitere Monate leben haben können. Und das ist jetzt genau der Unterschied. Glauben Sie, dass die ganzen Leute, die hier zu uns betteln kommen, die in Zeltlagern hausen müssen, dass die das freiwillig machen, dass da keine Organisation dahinter steckt, dass die in der Alpenstraße in den Wäldern drinnen liegen, ohne Organisation, die rotten sich irgendwo zusammen am Weg von Budapest nach Salzburg, also da steckt sehr wohl eine Organisation dahinter
Und wenn dann die Polizei die Bettler aufgreift und weiß, es kein Geld vorhanden ist, dann wissen sie auch, warum, weil es von den Hintermännern abgenommen worden ist. Also hier steckt sehr wohl eine Organisation dahinter. Sie haben gesagt, es gibt keinen Beweis dafür. Für mich gibt es diesen Beweis. So, Kollege Mautner, bitte. Ja. Guten Tag, vielen Dank, dass ich hier die Gelegenheit bekomme, die Position des runden Tisches, auf die schon ein paar Mal Bezug genommen worden ist, von den Vorrednerinnen und Vorrednern kurz darzustellen. Vielleicht am Beginn ein paar Differenzierungen von meiner Seite noch einmal auch zum Phänomen Betteln an sich. Es ist hier der Fokus sehr stark auf die Bettelmigration gelegt worden, auf die Menschen aus südeuropäischen, südosteuropäischen Ländern, die hierher kommen, um zu betteln. Ich möchte gerne feststellen, einfach aus der Erfahrung der Organisationen, die sich im sozialen Bereich in Salzburg engagieren, dass es nicht nur diese Form des Bettelns gibt. Ich möchte auf zwei Phänomene hinweisen. Das eine einfach aus den Erfahrungen im kirchlichen Bereich. Es gibt auch Salzburger und Salzburgerinnen, die betteln zwar nicht auf der Straße, aber wenn sie einen Stadtpfarrer oder jemanden, der in einer Pfarrgemeinde in der Stadt Salzburg arbeitet, fragen, dann werden sie erfahren, dass hier immer wieder, und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, wenn sie auch zu mir kommen, auch Menschen, die in Salzburg geboren sind, also sogenannte Inländer und Inländerinnen, um Geld betteln, jedenfalls in den kirchlichen Einrichtungen. Zum Zweiten gibt es ein zweites Phänomen, auf das ich hinweisen möchte, das wir in der Plattform für Menschenrechte beobachtet haben. Das ist die Tatsache, dass Asylwerberinnen und Asylwerber, die hier in Salzburg in der Grundversorgung sind, das heißt, die auf den Ausgang ihres Asylverfahrens warten, ebenfalls mehrfach gezwungen sind, zu betteln, weil die Grundversorgung für ihren Lebensunterhalt und vor allem für den Lebensunterhalt von Familien mit mehreren Kindern nicht ausreicht. Auch diese Personen sind, wenn sie angehalten werden, von den Verwaltungsstrafen betroffen und kommen damit in eine Schuldenfalle, wenn sie die Verwaltungsstrafe bezahlen müssen, die sie de facto von der Grundversorgung nicht bezahlen können. Der Runde Tisch Menschenrechte, auch um das klarzustellen, befasst sich vor allem aus grundrechtlicher Sicht mit dem Bettelverbot, mit dem bestehenden absoluten Bettelverbot in Salzburg. Und ich möchte noch einmal die rechtliche Situation, die aktuelle, auf die Bezug nehmen, dass der Verfassungsgerichtshof mehrere Klagen für Bettelverbote eben auch gegen das Salzburger Bettelverbot anhängig hat und sich derzeit mit diesen Bettelverboten befasst. Ich möchte ebenfalls die schon zweifach genannte Einschätzung teilen und sagen, dass wir sie vom runden Tisch teilen, dass das absolute Bettelverbot in Salzburg mit großer Wahrscheinlichkeit fallen wird, also vom Verfassungsgerichtshof gekippt werden wird. Die grundrechtlichen Bedenken, die wir vom runden Tisch Menschenrechte gegen das Bettelverbot anführen, im Zentrum steht der Artikel 8 EMRK der Europäischen Menschenrechtskonvention, die ja bekanntlich in Österreich im Verfassungsrang ist. Das heißt, das Recht auf den Schutz der Privatsphäre, das auch die Darstellung der Persönlichkeit im öffentlichen Raum umfasst und das damit auch den Auftritt von Menschen, die um Geld betteln, im öffentlichen Raum umfasst. Das ist sozusagen das zentrale grundrechtliche Bedenken gegen das Bettelverbot. Der Runde Tisch Menschenrechte hat aus diesen Bedenken heraus folgende Forderungen formuliert. Zum einen die Abschaffung des Bettelverbotes, zum anderen ein Ende der Kriminalisierung von bettelnden Menschen im politischen und im öffentlichen Diskurs. Und ich möchte das hier auch noch einmal bekräftigen und ich rufe Sie auf zu einem differenzierten Umgang mit den betroffenen Menschen und mit dem Thema Betteln in Salzburg. Und
dass das Thema Betteln unter dem Aspekt der Armut und der Betroffenheit von sozialer Ausgrenzung sachlich diskutiert wird und nicht in erster Linie unter dem Aspekt, dass hier eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit bestünde. Es geht darum, auch das ist schon einmal genannt worden, die Ursachen von Armut zu bekämpfen und nicht die Betroffenen, die von Armut betroffenen Menschen selbst. Das Bekenntnis, das eben der Artikel 8 EMRK schützt, dass der öffentliche Raum für alle Menschen, ganz gleich welcher sozialen Schicht oder Herkunft, gleich zugänglich sein muss. Und die Stadt Salzburg als Menschenrechtsstadt hat unserer Auffassung nach auch hier eine besondere Verpflichtung, diesen offenen, an Grundrechten orientierten Zugang zum Thema Betteln ganz konsequent und auch in ihrer Politik zu verfolgen. Eine Anmerkung noch zu dem hier sehr stark wieder aufgewärmten Thema vom organisierten Betteln, das dann sofort mit kriminellen Formen des Bettelns und des Menschenhandels gleichgesetzt wird. Wir haben uns in einer Gruppe von Personen sehr intensiv schon seit über einem Jahr mit dem Thema Bettel und Bettelverbote befasst. Und es gibt in Österreich zwei aktuelle Studien, eine der Universität Graz bzw. auch der Universität Wien, die sich mit dem Phänomen des Bettelns in Österreich beschäftigen. Und diese Studien weisen aus, dass die pauschalen Vorwürfe von kriminellen Bandenorganisationen hinter dem Betteln kaum nachweisbar sind. Hier möchte ich wieder einen differenzierten Umgang einfordern. Organisiertes Betteln ist nicht sofort gleich kriminelles Betteln. Der zweite Punkt, den ich noch aufgreifen möchte, ist der, die Probleme bestünden in den Herkunftsländern der Menschen, die hier nach Salzburg kommen und migrieren als Bettelnde. Das ist richtig und es gibt dort gravierende soziale Probleme, aber es gibt auch die Möglichkeit, mit den Problemen dieser Menschen, wenn sie hier sind, konstruktiv und sozial professionell umzugehen. Das zeigen auch Good-Practice-Beispiele wie in Graz etwa, wo die kirchlichen Organisationen, darüber bin ich am ehesten informiert, zum Beispiel eine Essensausgabe für bettelnde Menschen bereitstellen, eine Nächtigungsmöglichkeit in Einrichtungen der Vinzenzgemeinschaft. Da möchte ich nur erwähnen, was mir der Kollege Buckler gerade gesagt hat, die Notlaufstelle in Salzburg ist momentan überfüllt. Also sozusagen die Bereitstellung von Übernachtungsmöglichkeiten wäre nicht so einfach möglich, wie das vorhin auch dargestellt worden ist. Dann gibt es diverse Roma-Projekte von Caritas und von Welthaus Graz in den Herkunftsländern der Bettler. Hier kann man auch mit Kommunen, aus denen schwerpunktmäßig bettelnde Menschen herkommen, zusammenarbeiten. Das hat eben das Modell Graz wirklich sehr schön gezeigt. Hier müsste man aber auch zunächst einmal eine Untersuchung machen in Salzburg, woher diese Menschen wirklich kommen und aus welchen sozialen Verhältnissen sie kommen. Ich wundere mich, wie genau manche hier in Wortmeldungen gewusst haben, wo diese Menschen herkommen und wie sie organisiert sind. Ich weiß das nicht so genau und ich glaube, dass wir es alle miteinander in Wirklichkeit nicht so genau wissen. Ein letzter wichtiger Punkt, das ist Bewusstseinsarbeit im Sinne von Grundrechten und Menschenrechten. Das halte ich für ganz wichtig und das ist ein Bereich, wo wir als Runder Tisch Menschenrechte auch eine Aufgabe sehen und die auch in Zukunft wahrnehmen möchten. Hier möchte ich auch noch eine kleine Korrektur in Richtung Vizebürgermeister Bräuner anbringen. Es stimmt nicht, dass wir bei dieser Pressekonferenz nur das Thema Betteln und Bettelverbot präsentiert haben in der Öffentlichkeit, sondern wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen und Themenstellungen zur Menschenrechtsarbeit in der Stadt Salzburg präsentiert vom Runden Tisch, die ja auch Gegenstand des Amtsberichtes sind, den Sie heute in der Gemeinderatssitzung auch abhandeln werden. Ich nenne nur als Beispiel breit angelegte Menschenrechtsbildungsarbeit im NGO-Bereich und auch im Verwaltungsbereich der Stadt Salzburg. Danke sehr. So, ich schließe jetzt die Rednerliste
und informiere den Gemeinderat, dass wir streng genommen eigentlich diese Aktuelle Stunde gar nicht hätten durchführen dürfen, weil es nicht in den eigenen Wirkungsbereich nach der GGO fällt. Aber angesichts des Interesses der Fraktionen, darüber zu debattieren, habe ich dieses Interesse natürlich respektiert. Wir kommen zur Tagesordnung. Tagesordnungspunkt 1, Müller, Staatssenat, LADAV, so beschlossen. Tagesordnungspunkt 2, Personalkommission, LADAV, so beschlossen. SIG, Tätigkeitsbericht, ZK, so beschlossen. Eierbad, Energiekonzept, machen wir jetzt wieder eine punktweise Abstimmung, wie im Staatssenat ist das gewünscht? Ja? Eine Mordswort... Ach so, na gut, dann tun wir Bericht erstatten. Und der Kollege Plage hat sich zu Wort gemeldet. Wir haben ja versucht, dieses Thema am Montag im Staatssenat schon ausführlich zu diskutieren. Ich glaube aber doch, dass es wichtig ist, die Mitglieder des Gemeinderates davon zu informieren, wie der Stand bei der Umsetzung energiesparender Maßnahmen in der Stadt Salzburg am Beispiel Eierbad gehandhabt wird. Sie wissen, dass wir im Zusammenhang mit der Ersatzlösung für den Neubau des Paracelsusbades beim Eierbad zunächst eine Lösung gefunden haben, die dort eine Erweiterung bietet und ein zweites Hallenbad. Ein zweites Hallenbad soll dort errichtet werden. Das Problem, das sich bei der Beschlussfassung gestellt hat, war, dass durch den sehr engen Kostenrahmen sinnvolle energiesparende Maßnahmen nicht verwirklicht werden konnten. Wir haben bei der Beschlussfassung sehr massiv darauf gedrängt, dass gerade die Stadt Salzburg bei neuen Bauten im Sinne ihrer Verantwortung als Klimaschutzgemeinde, im Sinne ihrer Leitbilder darauf achten soll, selbst Vorbildwirkung zu haben. Und zwar nicht nur deshalb, weil diese Vorbildwirkung sozusagen etwas ist, das man sich als Ruhmesblatt an die Brust hängen kann, sondern weil das etwas ist, was uns mittelfristig und langfristig Geld spart. Was uns Geld spart und was die Umwelt schont. Energiesparmaßnahmen, die auch ökonomisch mehr als sinnvoll sind, weil sie nicht mehr kosten, sondern sparsam sind. Und die Frau Stadträtin Schmidt und mit ihr die SIG haben dankenswerterweise diese Vorschläge geprüft und haben einige sehr wichtige Maßnahmen in einen Amtsbericht vorgeschlagen, der Ihnen heute zur Beschlussfassung vorliegt. Und überraschenderweise sagt die Magistratsabteilung 4, die Finanzabteilung, dass diese Energiesparmaßnahmen insbesondere deshalb auch befürwortet werden, weil es in den Folgejahren zu Einsparungen bei den anfallenden Betriebskosten kommt. Die Magistratsabteilung 4 hat nur deshalb Bedenken geäußert, weil der zunächst festgelegte Rahmen für das Ersatzbad Eierbad mit diesen Energiemaßnahmen im heurigen Budget überschritten wird. Aber grundsätzlich hat auch die Abteilung 4 erkannt, diese Maßnahmen sind sinnvoll, sparen Geld und sind effizient. Welche Maßnahmen sind das jetzt? Das sind zum einen die Beheizung des Bades mit einer Grundwasserwärmepumpe und der Nutzung der bestehenden Gaskesselanlage des Freibads zur Spitzenlastabdeckung. Diese Maßnahme kostet etwa 300.000 Euro, spart Betriebskosten von jährlich ca. 25.000 Euro. Ich sage dazu, dabei noch nicht gerechnet, dass wir mit steigenden Energiepreisen in den nächsten 10, 15, 20 Jahren wohl rechnen müssen. Das heißt, wir haben auf Basis dieser Betriebskosteneinsparungen eine Amortisationszeit von 12 Jahren, bei einer Anlage mit einer wesentlich längeren Laufzeit. Und dann erspart sich die Stadt im Jahr 25.000 Euro und trägt das Risiko steigender Energiekosten nicht. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, die ca. 117.000 Euro kostet, jährlich Betriebskosten von ca. 22.500 Euro einsparen wird und eine Amortisationszeit von 5,5 Jahren hat. Und eine Abdeckung der Außenschwimmbecken, die 100.000 Euro kostet, eine Energieeinsparung von 30-50% zu erwarten lässt und damit eine Kosteneinsparung von 10-15.000 Euro und eine Amortisationszeit von 8 Jahren mit sich bringt. Diese Maßnahmen
sind aus Sicht des Klimaschutzes sinnvoll, sind aus Sicht von Energieeinsparungen sinnvoll und sind auch aus Sicht der städtischen Finanzen sinnvoll, wenn wir das tun, was wir in mittelfristigen Finanzplanungen machen, nämlich über das Kalender und Budget hinausschauen, sondern mittelfristige Finanzplanungen machen, bei denen wir die Stadt gerade durch neue Bauvorhaben nicht über Gebühr belasten, sondern entlasten wollen. Daher ist dieser Amtsvorschlag, der von der Stadträtin vorgelegt wurde, in allen Punkten sehr sinnvoll, klimaeffizient und ökonomisch wirksam. Ich war deshalb etwas überrascht, dass noch am Montag im Stadtsenat eine der wesentlichen Maßnahmen, nämlich die Beheizung des Bades durch die Grundwasserwärmepumpe, von der ÖVP mit der von mir so geschätzten Stadträtin Schmidt abgelehnt wurde. Eine Mehrheit im Gemeinderat wäre mit der ÖVP ohne weiteres dafür. Und ich glaube, dass auch die SPÖ mit dem auf die Finanzen sehr bedachten Bürgermeister durchaus von der Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme zu überzeugen wäre, wenn nicht die selbst vorschlagende Stadträtin ihren eigenen Vorschlag dann niederstimmt. Ich appelliere daher nochmals an Sie und denke mir, vielleicht haben Sie die letzten zwei Tage doch darüber nachgedacht, dass wir bei eigenen Vorhaben ökologisch und ökonomisch sinnvolle Maßnahmen umsetzen sollen. Stimmen Sie Ihrem eigenen Amtsvorschlag zu. Der Bürgermeister hat schon angekündigt, auch bei der punktweisen Abstimmung befürworten Sie auch die Optimierungsvariante A, und in diesem Sinn stelle ich den Antrag laut Amtsvorschlag. Danke, ich habe noch zwei Wortmeldungen, dieses Reimen, Plagi und Sagi. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, der Herr Dr. Hüttinger hat es schon etliches vorab hier vorbereitet. Was natürlich wirklich verwunderlich ist, ist die ÖVP in dem Fall. Aber ich lese Ihnen da was vor aus seiner Homepage. Vielleicht kennen Sie die Firma, die ÖVP, das ist die Firma Weiser, die da schreibt: Lassen Sie sich beraten, die Wärmepumpe nutzt die Wärme aus dem Erdboden, Grundwasser oder Luft, wird Wärme niedriger Temperatur auf ein höheres Temperaturlevel gepumpt. Dabei arbeitet das effiziente Heizsystem ganzjährig nahezu kostenlos. Es benötigt nur Strom für Antrieb und Pumpe. Mit der Wärmepumpentechnik sind sie unabhängig von Brennstoffen jeder Art. Die Wärme wird umweltschonend und absolut schadstofffrei produziert. Lassen Sie sich beraten, Frau Stadträtin, vielleicht hätten Sie das machen sollen bei der Firma. Die Zahlen hat der Herr Dr. Hüttinger schon gebracht. Und man muss ja dazu sagen, dass die Wärmepumpe ist ja nicht bitte eine neue Erfindung, aber das wird ja der Herr Kollege Weiser ja wissen. Ich weiß ja schon. Die gibt es ja schon seit 150 Jahren. Die Frage stellt sich ja nicht nur, warum wir das jetzt bei dem Bauvorhaben nicht machen, sondern warum das generell über Jahre, Jahrzehnte in der Stadt nicht gemacht worden ist. Und wenn man jetzt sagt, 300.000 Euro Einsparungen von 25.000 Euro pro Jahr, dann ist die Frage schon, wo spare ich hier? Wir haben schon viele, viele Bauvorhaben in dieser Stadt mit Millionenbeträgen überschritten. Und da, wo es voraussichtlich nach 12 Jahren diese Summe eingearbeitet worden ist und dann in Zukunft günstiger, effizienter und nicht dauerbelastend auch für das Budget der Stadt ist, sagt die ÖVP plötzlich nein, stimmt gegen ihren eigenen Vorschlag, ist für mich nicht nachvollziehbar. Wenn wir von Zukunft und von Energieeffizienz reden, dann müssten Sie hier mit einem lauten Hurra ja sagen. Das Einzige, was für mich nicht nachvollziehbar ist, dass wir für eine Zertifizierung, für ein wunderschönes Dokument an den Bund 45.000 Euro bezahlen sollen, das null überhaupt keine Wirkung noch der Stadt etwas bringt, außer dass wir ein Plakat irgendwo hängen haben und dafür 45.000 Euro ausgeben sollen. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber diese 300.000 Euro wären wirklich sinnvoll. Ich verstehe überhaupt nicht, warum überhaupt irgendjemand
hier im Gemeinderat gegen diese Maßnahmen sind. Der Herr Vizebürgermeister Banosch, renoviert, wir sanieren, wir investieren, um weniger Energie zu verbrauchen. Da bauen wir etwas Neues und wir tun es nicht. Wie wir das erklären sollen, weiß ich nicht, aber der Herr Weißer hat sich ja schon zu Wort gemeldet. Vielleicht erklärt uns, dass die Beratung bei der Wärmepumpe doch nicht so gut ist. Ich werde sehr genau zuhören. Noch einmal, ich denke auch an alle Häuselbauer, jeden Privaten, jeden Bauträger in dieser Stadt appellieren wir, energieeffizient zu bauen, alles zu tun, um so wenig wie möglich Energie zu verbrauchen. Die Stadt als Kommune verabsäumt es hier zu tun, für mich nicht nachvollziehbar. Ich bitte Sie, allen diesen Punkten zuzustimmen. Danke. Nach Plagin und Sagi. Und zum Thema Prospektwahrheit hat sich der Kollege Weiser gemeldet. Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, gerade im Bereich erneuerbarer Energieträger muss man in diesem Gemeinderat wieder einiges in Erinnerung rufen. Die Stadt Salzburg ist 1990 auf Antrag der Sozialdemokratischen Partei, Herr Bürgermeister, dem Klimabündnis mit dem engagierten Ziel, CO2-Emissionen gemäß den Kyoto-Klimazielen drastisch zu reduzieren, beigetreten. Wie wir wissen, wird ein Großteil der CO2-Emissionen durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen freigesetzt. Vor einigen Wochen gingen durch alle Medien, nicht nur in Salzburg, in ganz Österreich, folgende Meldungen. Österreich verfehlt als einziges Land Kyoto-Klimaziele. Teuer kann es Österreich kommen, wenn es die Kyoto-Vorgaben nicht schafft, als voraussichtlich einziges Land der alten 15 EU-Staaten. Dass Österreich seine Ziele nicht schafft, geht aus einer Eigeneinschätzung hervor, die in einem Bericht mündet. Der Umweltkommissar Dimas in Brüssel präsentierte, demnach wird die EU als Ganzes bis zum Ende der Kyoto-Periode ihre Ziele erfüllen oder sogar übererfüllen, wie Dimas sagte. Statt der angepeilten 8% EU-weit könnte im besten Fall sogar ein Minus von bis zu 13,1% gegenüber dem Basisjahr 1990 erzielt werden. Österreich jedoch ist innerhalb der EU-15 das einzige Land, das auch nach eigener Einschätzung nicht glaubt, sein Ziel, minus 13% weniger Emissionen gegenüber dem Ausgangsjahr 1990 zu erfüllen, zu erreichen. Der Umweltminister Berlakovic reagierte mit der Forderung, das nationale Klimaschutz endlich auf den Weg zu bringen. Kritik brachte ihm der Vorschlag ein, dazu brauche man aber eine gesetzlich festgelegte Verteilung der Rechte und Pflichten. Dafür erwarte er sich Unterstützung von Bund, Ländern und Wirtschaft. Im ORF Morgenjournal vom 29.11. hörten wir folgende Nachricht. Beim Klimagipfel sollen die Weichen für ein neues internationales Klimaabkommen gestellt werden, wenn das Kyoto-Protokoll 2012 ausläuft. Österreich erreicht seine Kyoto-Ziele nicht, aber schon bald wird abgerechnet. Die Rechnung könnte teuer werden. Die Steuerzahler kann der versäumte Klimaschutz bis zu 1 Milliarde Euro kosten, warnen die Umweltorganisationen. Der Zahltag naht, jede Tonne CO2, die Österreich laut Kyoto-Verpflichtung zu viel in die Luft geblasen hat, muss bezahlt werden. Und das wird teuer, sagt der Klimaexperte Johannes Wallmüller, zwischen 700 Millionen und 1 Milliarde Euro. Das wäre nicht notwendig. Würde man Möglichkeiten nutzen, dieses Geld im Inland
einzusetzen. Der Klimaexperte vom Wirtschaftsforschungsinstitut Stefan Schleicher schätzt die Strafkosten auf 800 Millionen Euro. Klimaschutz wird Österreich also auch in Zukunft Milliarden kosten. Je schneller die Belastung zu Hause sinkt, desto kleiner wird die Rechnung für den Steuerzahler, meinen die Umweltorganisationen. Das ist jetzt schon klar, dass Wärmepumpe, unser Kyoto-Ziel, dass durch die Wärmepumpe das Kyoto-Ziel nicht erreicht werden wird. Aber bei jedem Bauvorhaben in dieser Stadt, wie auch beim Eierbad, ist Klimaschutz, erneuerbare Energieträger absolut kein Thema mehr. In der SIK wird darüber kaum, gibt es, ich habe noch nie einen Tagesordnungspunkt darüber gesehen, einen Bauausschuss, wo derartige Amtsberichte behandelt werden, gibt es nicht mehr. Da ist ein Vakuum entstanden. Wenn man einen Muskel nicht trainiert, wird er erschlaffen. Und so geht es uns bei diesem Thema erneuerbare Energieträger. Zu Beginn des Projektes war von erneuerbaren Energieträgern absolut keine Rede. Ein Lob der zuständigen Baustadträtin und ihren Beamten und auch der SIK. Es wurde ein engagiertes Konzept erarbeitet. Sonnenkollektoren, Dr. Hüttinger hat die Maßnahmen ja alle aufgezählt, die in diesem Paket drinnen waren. Bürgermeister Schaden hat im letzten Senat gemeint, Claudia, wenn wir zwei die Köpfe zusammenstecken, kommt nur immer was Gescheites raus. Da, ja, kam ein sehr abgemagertes Kind heraus. Ich kann nicht verstehen, ist schräg. Claudia, ich kann nicht verstehen, warum du da vom Bürgermeister wirklich dein Maßnahmenpaket aufmachen hast lassen und dass du das nur rupfen hast lassen. Ja, sehr geschickt, Herr Bürgermeister. Ich sitze lange genug herinnen, um zu wissen, dass man von dieser Stelle aus und da herinnen im Gemeinderat keine Entscheidungen mehr ändern kann. Darum würde ich eindringlichst ersuchen, Herr Bürgermeister, den Tagesordnungspunkt herunterzunehmen, noch einmal neu zu behandeln oder machen wir kurze Sitzungsunterbrechung, dass wir doch bitte die Wärmepumpen da hineinbringen. 300.000 Euro, Herr Bürgermeister, in 12 Jahren amortisiert. Da haben wir jüngst Maßnahmen oder Investitionen gesetzt, die wir in 12 Jahren, die sind 12 Jahre nicht amortisieren, die können wir in 12 Jahren entsorgen. Machen wir bitte Sitzungsunterbrechung und beschließen wir das von der Baustadträtin vorgelegte Paket. 5 Minuten, Herr Bürgermeister, es geht eh immer ganz schnell, hast eh so wenig Zeit. Unterbrechen wir bitte 5 Minuten und reden wir nochmal drüber. Minuten berät der Nationalrat darüber und beschließt das sogenannte Stabilitätspaket, das in Wirklichkeit ein Belastungspaket für die Kommunen ist, wo wir in Zukunft Millionen für nichts und wieder nichts nach Wien abführen dürfen. Ich möchte den Stadtsenat darüber informieren, dass wir gestern informiert wurden, dass wir für die städtischen Bauvorhaben noch eine Galgenfrist bis 1. September bekommen haben. Was wir bis dahin, und das wird Gegenstand einer Besprechung in der nächsten Woche sein, auf den Weg gebracht haben, geht noch nach dem alten Regime. Ansonsten zahlen wir für nichts und wieder nichts und schon überhaupt nichts 20% Mehrwertsteuer an den Bund. Ich habe mir erlaubt, sämtliche Salzburger Nationalratsabgeordneten anzuschreiben und die Clubvorsitzenden. Ich habe von keinem einzigen Salzburger Abgeordneten eine Antwort gekriegt. Ich habe gestern nochmal alle Nationalratsabgeordneten angeschrieben und darauf aufmerksam gemacht, was das für die Kommunen und deren Investitionsleistung für die Republik Österreich heißt. Ich habe auch ein besonders absurdes Beispiel angeführt. Wir bauen ja zurzeit noch zum Glück noch im alten Regime die dritte Etappe des Sportzentrums Mitte. Kostenrahmen 4,6 Millionen. Und diese Freiflächen, die dort errichtet werden, dienen in besonderem Maße auch den Bundesschulen in der Josef-Preis-Allee. Die haben nämlich keine Freiflächen. Das heißt, wir bauen etwas für den Bund und in Zukunft dürfen dafür nur Strafsteuer zahlen.
So schaut es aus in der Republik Österreich. Gut, nächste Wortmeldung, Kollege Weiser, der uns jetzt genau erzählen wird, was in seinen Prospekten steht. Sehr geehrte Damen und Herren, vorab, Herr geschätzter Plage, danke für die Gratiswerbung und danke, dass Sie den Hinweis auf meine Homepage gegeben haben. Ich hoffe, der ORF sendet das auch. Das ist nämlich eine sehr gute Sendezeit. Aber Herr Leger-Plage, einen kleinen Hinweis noch und auch Herr Kollege Hüttinger. Es geht darum, einen gesunden Mix aus ökologischer und ökonomischer Machbarkeit darzustellen und zu machen. Wie Sie vielleicht gelesen haben, Herr Kollege Plage, auch wenn Sie mehrere Projekte, auch wenn Sie Photovoltaik, wenn Sie Solaranlagen, wenn Sie Wärmepumpe, wenn Sie vielleicht noch eine Luftwärmepumpe, wenn Sie das alle koppeln, irgendwann muss sich das Ganze amortisieren. Und das ist natürlich, der Bürgermeister hat es jetzt angesprochen, auch wenn wir die Mehrwertsteuer noch zahlen müssen, immer fraglicher. Vor einigen Wochen haben wir im Kulturausschuss noch eine neue Vorgangsweise bei den Förderungen bei den Vereinen in Bezug auf den Verbrauch beschlossen. Die Wortmeldung des Kollegen Karl war damals, ja, das ist alles sinnvoll und ich stimme der Wortmeldung des Kollegen Karl zu, aber man muss schauen, dass Kosten und Nutzen sinnvoll eingesetzt werden. Und das ist im Projekt Eierbad hier der Fall. So, die schon vielfach apostrophierte und mit Nachwuchs versehene Stadträtin ist am Wort. Also zuerst einmal möchte ich betonen, dass ich sehr glücklich bin, dass mittlerweile sichtlich jedes Mitglied dieses Salzburger Gemeinderates die Notwendigkeit von Energiesparen eingesehen hat. Wer den Amtsbericht genau gelesen hat, wird gelesen haben, dass hier steht, es würden Varianten geprüft. Ja? Die Sinnhaftigkeit dieser Varianten stehen außer Frage. Auch die Sinnhaftigkeit, gehe ich doch einmal davon aus, davon, dass wir mit der Salzburger AG einen Vertrag haben über Fernwärme, die ja dort auch zum Einsatz kommt, wo die Stadt Salzburg nichts dafür zahlen muss, nämlich in Geld, sondern durch Biomasse einfach diesen Anschluss und auch einen Teil des Betriebes finanzieren kann. Also das ist etwas, das da immer außer Acht gelassen wird. Wir haben dort selbstredend auch Solaranlagen und wir bemühen uns sehr von Seiten der SIG, dass wir bei jedem Umbau und vor allem bei jedem Neubau schauen, dass wir möglichst energieeffizient arbeiten. Wir sind selbstverständlich nicht nur mit den Fachleuten im Haus, sondern auch außer Haus im Gespräch, um einfach die geeignetste Form zu finden, um energieeffizient bauen zu können. Und das geht vom Baumaterial bis hin über diese Zusatzanlagen wie Solar etc. pp. Zu dem Thema mag ich sagen, das ist ja nichts besonders Neues, sondern wir haben ja durchaus schon Gebäude gebaut, die auch bei der ÖMAG schon eingereicht sind, dass wir Förderungen kriegen, einfach für gute Energiearbeit an diesen Gebäuden und werden das auch weitermachen. Ich glaube jetzt nicht, obwohl wir es natürlich dringend versuchen, es ist auch wirklich mein Anliegen, dass die Stadt Salzburg es schaffen kann, dass wir das so schaffen, dass wir den Klimazielen als Österreich entsprechen. Natürlich machen wir unseren Anteil daran, aber ganz erheben werden wir es wahrscheinlich alleine nicht können. Ich mag nur in dem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass wir ja nicht nur beim Bauen, sondern auch zum Beispiel bei der Straßenbeleuchtung, auch durch unser Energiekontrollsystem und den Auftrag für die thermische Sanierung sehr viel am Energiesektor machen, jetzt schon machen und auch weiterhin machen werden. Dass ich von der Bürgerliste gelobt werde, das ehrt mich sehr. Aber ich denke, und jetzt möchte ich natürlich in keiner Weise, und das mag ich ausdrücklich betonen, dem heutigen Jedermann folgen, die den Herrn Bürgermeister so loben, weil er ja so spart. Also dem Bürgermeister sparen zu helfen, ist ein Teil meiner Aufgabe als Stadtregierungsmitglied. Es ist nicht mein vorderstes Ziel, ihm eine gute Presse in der Kronenzeitung zu verschaffen. Aber ich glaube, in der Gesamtverantwortung, die wir auch
Uli, ich rede gern mit dir, aber seit wann redest du? Schreist du so dazwischen? Ist ja unüblich. Das kenne ich nicht von dir. Aber in der Gesamtverantwortung für diese Stadt ist jedes Regierungsmitglied und meiner Meinung nach auch jedes Mitglied des Salzburger Gemeinderates dafür verantwortlich, dass die Stadt Salzburg, natürlich der Bürgermeister in vorderster Front, dass die Stadt Salzburg auch weiter finanziell so gut dasteht, wie es jetzt tut, weil nur das eröffnet uns die Möglichkeiten, solche Maßnahmen überhaupt umsetzen zu können. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, nach der Rede von der Baustadträtin könnte man jetzt sagen, das Bessere ist der Feind des Guten. Ich finde es wunderbar, was Sie alles machen. Aber ich frage mich dann, warum Sie gerade an dieser Stelle zurückziehen und das nicht machen. Ich habe mich, gut, dass der Kollege Weiser darauf hingewiesen hat, ich habe mich erinnert, wir haben gemeinsam dafür gekämpft, dass die Stadt Salzburg im Zusammenhang mit dem Fördersystem sich ein Konzept überlegt, wie es Anreize geben könnte, dass Kultur- und Sporteinrichtungen, die von der Stadt Salzburg Geld bekommen, Energie einsparen. Dann haben wir jetzt dieses Konzept vorgelegt. Wir fanden das zumindest für den ersten Augenblick, und wir müssen uns das anschauen, sehr befriedigend und interessant. Und jetzt kommt eine Initiative offensichtlich aus der eigenen Partei, und derselbe Kollege, der vorher für die Energieeinsparungen so stark geworben hat, stimmt jetzt plötzlich dagegen. Also das ist das, was man im Grunde Wasser predigen und Wein trinken bezeichnet. 12 Jahre ist die Amortisationszeit. Das ist wahrlich nicht besonders lange, muss man sagen. Herr Kollege, ich frage mich, wie Sie sich morgen noch in den Spiegel schauen können, wenn Sie heute so stimmen, wie Sie stimmen, offensichtlich stimmen werden. Wenn Sie das ernst meinen, was Sie im Kulturausschuss gesagt haben, und das nicht nur ein parteipolitisches Spielchen ist, dann müssen Sie heute auch für den Einsatz der Werbepumpe stimmen. Danke. Hoher Gemeinderat, also die Wortmeldung des Herrn Magister Karl haben mich jetzt ermuntert, doch noch etwas zu sagen. Und zwar, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ein Gebäude mit Energie zu versorgen. Es gibt die Fernwärme, es gibt Solarpaneele, es gibt die Wärmepumpe, es gibt, um die Energie, den Energieverbrauch zu senken, die kontrollierte Raumlüftung, es gibt dann die Stromheizung. So. Und beinahe, die Stadt soll beim Eierbad beinahe aus diesen ganzen Potpourri an Möglichkeiten investieren. Jetzt frage ich Sie, Herr Magister Karl, Sie wohnen auch wahrscheinlich in einem Haus oder in einer Wohnung. Gibt es da eine Fernwärme? Gibt es da eine Wärmepumpe? Gibt es da ein Solar? Gibt es da eine kontrollierte Raumluft? Nein. So, Sie predigen Wasser und trinken Wein. So, Kollege Hüttinger ist jetzt am Wort. Irgendwie ist das Glas, wenn man sich so mit sich selber beschäftigen kann. Ich gehe jetzt nicht auf die Wortmeldung vom Kollegen Fuchs ein, weil ich glaube, das hat eh jeder gehört. Und sie war kurz genug, damit man sie verstanden hat, Herr Kollege Fuchs. Ich gehe nur noch einmal darauf ein, dass der Vorschlag ja nicht vom Kollegen Karl gekommen ist, obwohl er den sicher sehr unterstützt, sondern von Ihrer Stadträtin, die ja deswegen von mir auch wirklich sehr gelobt worden ist. Und einen Aspekt hat die Kollegin Haller mir jetzt schon noch auch zugeflüstert. Wenn wir später drauf kommen sollten, dass das doch sinnvoll ist, eine Grundwasserwärmepumpe einzubauen, dann nehmen wir mit der verzögerten Beauftragung schon allein wegen der vom Bürgermeister angesprochenen Neuregelung des Umsatzsteuerabzugs eine allein dadurch eine Kostensteigerung von 20% in Kauf. Das heißt, es wird noch teurer. Das sind bei 300.000 Euro 60.000 Euro. Mit anderen Worten, die Amortisationszeit verlängert sich um weitere 2 bis 2,5 Jahre. Ich appelliere daher wirklich noch einmal aus
wirklich auch aus ökonomischen Gründen und natürlich nicht nur deshalb, weil wir mit dieser einen Grundwasserwärmepumpe das Weltklima retten. Das ist uns schon auch klar, dass es dazu auch weiterer Maßnahmen bedarf. Aber ich appelliere deshalb wirklich an die ÖVP vor allem, weil der Vorschlag ja von ihr gekommen ist und da konnte mir der Kollege Weiser nicht erklären, warum die Vorschläge der eigenen Stadträte dann von der eigenen Fraktion und von ihr selbst niedergestimmt werden. Der Kollege Fuchs hat es irgendwo auch nicht erklären können, warum jetzt von eigenen Ressort vorgeschlagene Vorschläge, zumindest im Stadtsenat, niedergestimmt werden. Bleiben Sie doch dabei, was Ihre Stadträtin vorgeschlagen hat. Stimmen Sie mit dem mit. Unterstützen Sie Ihre Stadträtin. Mit der Unterstützung Ihrer Fraktion wird sie es dann sicher selbst auch machen können. Und wir haben eine große und breite Mehrheit im Gemeinderat und machen etwas wirklich Sinnvolles. Gut, ich gehe jetzt daran, den wahren Willen des Gemeinderates zu erforschen. Ich lasse punktweise abstimmen, so wie, wie wir das am Montag im Stadtsenat getan haben. Bitte euch den Amtsvorschlag sozusagen euch selber vorzulegen. Ich lasse jetzt über die Präambel des Punktes 1 abstimmen. Zunächst einmal Umsetzung des Projektes, netto 4,4 Millionen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe, das ist einstimmig. Dann lasse ich jetzt über die Optimierungsvarianten eine nach der anderen abstimmen. Optimierungsvariante A, die hier vielfach diskutiert wurde, Grundwasser, Wärmepumpe, wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe ist nicht die Mehrheit. Optimierungsvariante B, Lüftungsgerät, wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe ist einstimmig. Dann haben wir noch die Optimierungsvariante C, diese Beckenabdeckung, die eigentlich eher fürs Laub ist, oder? Denke mal, oder? Na, gegen das Laub. Gegen das Laub. Okay, gut. Also wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Einstimmig. So, dann haben wir den Text beschlossen von Punkt 1 und jetzt haben wir den Punkt 2, die Zertifizierung, die im Staatssenat negativ beschieden wurde. Wer mit dem Punkt 2 einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Die Zertifizierung ist das, die 45.000. Gegenprobe. Das ist nicht mehrheitsfähig und Punkt 3, der Verzicht auf die Einrichtung einer begleitenden Kontrolle. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe, das ist einstimmig, dann ist dieser Akt so beschlossen. Ich habe jetzt Tagesordnungspunkt 6, Rechnungshof, Personalverwaltung, Haller, Lauderpfau, Kenntnisnahme. Ja? Entschuldigung, ich habe den Festspielfonds übersprungen. Kollegin Markowitz, Kenntnisnahme laut AV, danke. Jetzt der Rechnungshof, Kollegin Haller, Kenntnisnahme laut AV. Danke, so beschlossen. Es ist so viel Material. So, jetzt haben wir den Rundentisch der Menschenrechte. Ich begrüße bei dieser Gelegenheit die Aktivistinnen und Aktivisten des Rundentisches. Kollegin Schupfer, laut AV nehme ich an. Gegenantrag der ÖVP. Das ist zunächst über den Gegenantrag der ÖVP, der sinngemäß lautet, der runde Tisch soll, das habe ich nicht gesehen, also Maresi macht eine Wortmeldung. Ja, okay, das Niveau heute ist wieder spannend. Komm, sei ein bisschen humorvoll vielleicht. Mein Name ist Marlene Wörndl und nicht Maresi, auch für diejenigen, die es heute noch nicht gehört haben oder nicht wissen. Ich möchte nur ein paar Punkte replizieren zur aktuellen Stunde, auch wenn es heißt, dass das Bettelverbot nicht im direkten Wirkungskreis der Stadt Salzburg liegt, sind wir doch, glaube ich, als Politikerinnen und Politiker auch hier gefragt, Stellungnahme zu nehmen. Und ich glaube, Frau Kollegin Haller, wenn der Herr Bürgermeister-Stellvertreter eine klare Sprache spricht, auch in der Sozialpolitik, ist eine klare Sprache mit klaren Wörtern sicherlich öfters mehr gefragt und ich glaube, nicht zu kritisieren. Bitte lasst das reden. Danke, Herr Bürgermeister, für die Verteidigung. Ich entschuldige mich, dein Spitzname Fraktionsinterner heißt Melli. Ich habe es falsch im Kopf gehabt. Gell? War nicht bös gemeint. Zurück zum Thema. Wenn wir uns den Pfarrer Pucher in Graz ansehen, der sicherlich im Bereich Betteln ein Experte ist und auch die ÖVP in Graz in sehr, sehr vielen Punkten den Pucher unterstützt, möchte ich trotzdem auch hinweisen darauf, dass
ein bisschen unruhig heute, gell? Möchte ich trotzdem darauf hinweisen, dass auch dieser Pfarrer Pucher sagt, dass der Fokus in den Heimatländern zu suchen ist. Und ich glaube, das ist auch der Ansatz, den meine Fraktion vertritt. Und ich zitiere dieses Wort Gutmenschentum, darf sich dieses Betteln oder das Wort Menschenrechte nicht immer für sich vereinen. Auch wir in der ÖVP können über Menschenrechte und über Rechte für Menschen und Grundrechte genauso gut reden. Aber kommen wir zu diesem Arbeitskreis. Früher hat es Arbeitskreis geheißen, dann kamen die sogenannten Beiräte, jetzt heißt es runder Tisch Menschenrechte. Es gibt in der Stadt Salzburg einige Beiräte. Wir haben den Seniorenbeirat, wir haben den Behindertenbeirat. Die sind nicht so dick dotiert mit 95.000 Euro, sondern nur der runde Tisch Menschenrechte. Meine Fraktion hat einen Gegenantrag im Senat eingebracht, der wie lautet, dass sozusagen der runde Tisch Menschenrechte die Arbeitsschwerpunkte ohne zusätzliche budgetäre Mittel in Anspruch nehmen soll, allenfalls durch das Beauftragtencenter diese Punkte zu erledigen sein. Er ist euch schon im Senat zugegangen, den einzelnen Fraktionen. Einige Worte zu diesem Gegenantrag. Warum sagen wir das? Wenn ich heute sozusagen diesen Amtsbericht vorliegen habe zur Beschlussfassung, dann stellt sich schon für mich die Frage, warum in den letzten Tagen schon überall A-Ständer stehen, Plakate aufgestellt sind. Wie konnten diese Plakate schon finanziert werden, wenn der politische Beschluss dazu eigentlich noch fehlt? Ich habe auch eine Anfrage diesbezüglich gestellt. Dann stellt sich auch für mich die Frage, gab es eigentlich eine Ausschreibung für diese Agentur, die diese Plakate produziert hat? Oder wird es auch in stillen Kämmerchen gemacht, wie die Angelobung dieses runden Tisches? Ich denke, wenn der runde Tisch für Öffentlichkeitsarbeit, Menschenrechte wirbt, beziehungsweise das im Arbeitsbereich oder im Konzept drinnen steht, dann sollten alle beteiligt werden, auch die politischen Fraktionen. Ich vermisse übrigens, im Bericht 2010 steht drinnen, dass auch die politischen Fraktionen mit eingebunden werden sollen bei diesem runden Tisch Menschenrechte. Nur wer von euch wurde eingebunden? Eher die linken Fraktionen, von uns wurde keiner eingebunden. Und da bin ich schon beim nächsten Punkt. Unpolitisch, unabhängig heißt der Menschenrechtstisch. Wo ist hier die politische Unabhängigkeit? Ich merke, es regt euch auf, was trifft, trifft, ich weiß. Wenn man sich die Sujets anschaut, der Plakate, die vielleicht von einem von euch oder einigen von euch schon aufgefallen ist, dann fällt mir doch Folgendes auf, dass die Festung Salzburg ja eigentlich nicht Menschenrechte verletzen kann. Was hat dieses Sujet mit dem Thema zu tun? Wenn man sich den Bahnhof anschaut, ein weiteres Sujet dieser Plakatserie, diese Plakatserie, die noch nicht politisch beschlossen wurde, jedenfalls finanziell, heute die Beschlussfassung noch fehlt, kommt gleich, ich weiß, aber trotzdem, was hat der Bahnhof mit Verletzung der Menschenrechte zu tun? Ist es vielleicht deshalb, wenn ich nach Graz fahren will, dass ich nicht so viele Verbindungen habe, wie wenn ich nach Wien fahren will? Dann die nächste Frage stellt sich auch, was die Wehrtürme mit Menschenrechte zu tun hat. Es gibt eine Wohlmeinung im Kollegium, die sagt, dass diese Wehrtürme eigentlich zugesperrt werden sollen. Sie werden von sehr vielen Menschen aber als Behausung verwendet. Ein Denkmal der Stadt Salzburg wird von Menschen verwendet und auch, sage ich jetzt einmal, nicht im saubersten Zustand zurückgelassen. Also jetzt wird sie langsam wirklich peinlich, also sei mal nicht peinlich. Nein, es wird nicht peinlich. Ich glaube schon, dass man... Nein, es ist jetzt wirklich peinlich. Nein. Ich glaube schon, dass 95.000 Euro öffentliches Geld von Stadt-Salzburgerinnen und Salzburgern schon auch zum Hinterfragen da sind. Und dass man nicht nur abnickt. Aber die Art zu hinterfragen ist peinlich. Und dass man nicht nur abnickt. Und wenn ich mir die Aussage vom Obmann dieses Tisches anhöre, wir wissen nicht, woher die Bettler kommen. Ich glaube, Herr Dr. Mautner, es liegt schon auch in Ihrer Aufgabe, uns zu sagen, wenn Sie sich als Experten hierher begeben, diesen runden Tisch als Experten prägen, uns zu sagen, wissenschaftlich erkenntlich natürlich, woher diese Bettler kommen und nicht zu fragen, warum wir das wissen. Ich glaube schon, dass wir mit einer klaren Wissensbasis hier sehr, sehr viel machen können. Nur diese Wissensbasis fehlt. Jetzt kennen wir uns wenigstens aus. 95.000 Euro sind viel Geld und ich glaube schon, dass wir dies hinterfragen können. Ja, jetzt kenne ich mich aus. Danke. Ich kann es besser einschätzen. Ich mache nur darauf aufmerksam, die genannten Beträge sind Beträge aus zwei Budgetjahren.
die übertragen wurden, ins Budgetjahr 2012. So, ja, 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 langsam, 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 langsam. Kollege Schöppel, Sie sind zu schnell. Zu schnell. Das ist zwar eine Tugend, aber ich muss trotzdem nach der Reihenfolge vorgehen. Die nächste Wortmeldung kommt von der Kollegin Siebert. Lieber Gemeinderat, ich habe bis jetzt eine sehr problemlose Schwangerschaft gehabt, aber bei diesen Diskussionen rund ums Bettelverbot wird mir alles schlecht und das ist gerade wieder aufgewärmt durch die letzte Wortmeldung. Wir unterstützen den runden Tisch sehr und ich freue mich sehr, dass er endlich etabliert ist. Und es ist auch wichtig, dass sowas mit finanziellen Mitteln ausgestattet ist, weil mit was sonst arbeiten? Professionelle Arbeit kostet Geld. Ich finde die Unsachlichkeit der Diskussion ziemlich unerträglich und ich möchte daher aus dem Menschenrechtsbericht 2011 zitieren, der Ihnen alle zugegangen ist. Und ich habe auch nochmal Exemplare mit, falls man nachlesen will. Ab Seite 63 wird das Thema Bettelverbot aus verschiedenen Bereichen beleuchtet. Wir haben auch von der Uli Gladig von der Bettellobby ein Interview mit dem Stadtpolizeikommandanten bekommen, das sie geführt hat 2009. Und da war die Frage: In den ORF-Nachrichten wurden Sie zitiert, dass Menschen gezielt mit Bussen zum Betteln nach Salzburg gebracht werden. Wie kann man sich das vorstellen? Er beschreibt dann, dass es nicht nur in Salzburg so ist, sondern auch in den Landeshauptstädten, bla bla bla. Hat das die Polizei beobachtet? Wir haben Beobachtungen gemacht, aber wir wurden auch von Außenstehenden darauf aufmerksam gemacht, dass Busse im Bereich des Bahnhofs anhalten, um dort gezielt die Bette aussteigen zu lassen. Das könnte also ein Eurolines-Bus aus Bulgarien sein, wo 20 Leute aussteigen und 5 davon sind vielleicht eine Gemeinschaft, die betteln geht. Ist eigentlich nicht tragisch. Dann sagt er, die Menschen werden gefragt, die Menschen werden also zum Betteln gezwungen, das wäre ja Nötigung oder Menschenhandel, sagt der Stadtpolizeikommandant, nein, davon kann man sicher nicht reden. Keine Nötigung, kein Menschenhandel. Also werden die Leute nicht gezwungen zum Betteln, sie fahren nur gemeinsam mit dem Bus hierher, antwortet er, ob sie gezwungen werden oder nicht, das entzieht sich unserer Kenntnis. Das weiß er nicht. Andere Passage. Es heißt ja immer, es gibt eine Bettelmafia. Glauben Sie, dass hinter diesen Busfahrten eine Mafia steckt? Oder haben Sie diesbezüglich Erkenntnisse? Antwort, das kann ich nicht sagen. Da gibt es also nur Vermutungen, die Nachfrage. Wir haben überhaupt keine Vermutungen, ob da die Mafia dahinter steckt, aber wir gehen davon aus, dass es organisiert ist. Zum Thema, was Organisation bedeutet, haben wir eh schon besprochen. Das wissen wir auch, dass es unter den Bettlern bestimmte Hierarchien gibt, sagt der Stadtpolizeikommandant, und dass es Personen gibt, die von Bettlerin zu Bettlerin gehen und ihnen bestimmte Geldbeträge abnehmen, damit die Exekutive nicht so viel Geld von ihnen wegnehmen kann. Also er liefert selber die Begründung, warum es durchaus Sinn macht, wenn man im Familienband bettelt, dass man nicht so viel Geld bei sich hat, wenn man aufgegriffen wird, dass es abgenommen wird. Und auch da wieder die Frage, gibt es also jemanden, der ihnen das Geld abnimmt, von jemandem, für den sie betteln, sagt der Stadtpolizeikommandant, ob sie für den betteln oder nicht, das können wir nicht sagen. Tatsache ist, dass es Menschen gibt, die genau schauen, wo die Bettler stehen und dass die nicht so viel Geld dabei haben. Warum das durchaus sinnvoll ist, nämlich im unkriminellen Weg, habe ich auch schon gesagt, fragt die Uli Gladig wieder, es wäre ja Menschenhandlung und Nötigung, wenn jemanden zum Betteln zwingt, sagt er, nein, das ist es absolut nicht. Warum? Er zwingt ihn ja nicht, er geht nur her und nimmt ihm das Geld vorläufig ab. Ob es dann wieder ausgegeben wird oder aufgeteilt wird, das entzieht sich unserer Kenntnis. Sie sehen also, der oberste Stadtpolizeichef weiß es auch nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass ein runder Tisch sich um diese Sachen kümmert und Studien macht auch nicht jemand irgendwie unbezahlt. Deswegen ist es gut, dass es auch dotiert ist und ich wünsche dem runden Tisch viel Hartnäckigkeit, viel Unabhängigkeit und Erfolg in der weiteren Arbeit, weil es ist wichtig, gerade in Zeiten wie heute. Danke. So, Kollege Schöppel, jetzt gut. Ich habe einen Eselsohr gemacht von Seite 3. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, die ÖVP hat ja wohl heute ihr Verhalten im Gemeinderat unter das Motto gestellt, wir würden ja gerne wollen, aber dürfen trauen wir uns nicht. Jetzt haben wir zuerst einen Amtsbericht gehabt mit der Wärmepumpe. Inhaltlich bekomme ich bei der ÖVP mit, es würde Ihnen ja ganz gut gefallen. Aber dann bei der Abstimmung trauen Sie sich nicht mitzustimmen.
Und jetzt haben wir das Gleiche. Die ÖVP teilt eine Kritik, die primär auch von den Freiheitlichen kommt. Die ÖVP sagt auch, dass diese 95.000 zu viel Geld sind, dass wir eigentlich das Geld dafür nicht haben. Nur abstimmen werden sie wieder nicht dementsprechend. Haben Sie doch den Mut und stimmen Sie hier herinnen so ab, wie Sie es machen, und lehnen Sie auch diesen Tagesordnungspunkt 7 ab und stimmen Sie einfach dagegen. Sonst einerseits Unterlagen vorlegen, Wortmeldungen zu machen und dann abstimmen anders, kann ja das Motto sein, wir würden ja gerne, aber dürfen, trauen wir uns nicht. Letzte Wort mit dem Kollegen Zuckerstetter, bitte schön. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, herzlich willkommen in der Menschenrechtsstadt Salzburg. Liebe Kollegin Wörndl, ich bin entsetzt. Ich habe dich herausgerufen, was sonst nicht meine Art ist. Diese Wortmeldung war deiner wirklich nicht würdig. Erinnert euch bitte daran, dass aus eurer Fraktion gemeinsam mit der Bürgerliste und aus der Fraktion der Sozialdemokratie ein Antrag gemacht worden ist, doch die Menschenrechtscharta für die Stadt Salzburg zu unterschreiben. Und in dieser Charta steht alles das drinnen, was Sie heute jetzt über den runden Tisch bitte monieren. Was glauben Sie denn, wie eine Umsetzung einer Unterschrift, einer Charta in diesem Bereich bewerkstelligt wird? Mit null? Wo die Menschen sich nicht zusammensetzen können und gemeinsam beraten, die rechtliche Form und diese Sachen? Glauben Sie, das geht zum Nulltarif da herinnen? Und allein die Diskussion über die Bettler ist nachzulesen. Du hast zuerst unter anderem den runden Tisch und den Herrn Mautner vorgeworfen, man möge ihn doch ordentlich informieren. Ich bin kein Uni, ich habe keinen Doktortitel, ich war nicht studiert, aber eins habe ich gefunden. In Graz gibt es auf der Uni gibt's eine Debatte über dieses Thema. Da werden die Fragen gestellt, da wird das alles in diesem Bereich gemacht. Das kostet natürlich auch Geld. Und der Herr Bürgermeister hat es auch schon gesagt, diese 95.000 Euro sind auf 2 Jahre in diesem Bereich. Das ist doch schändlich, darüber zu diskutieren, was kosten die Menschenrechte, was gehört eine Umsetzung in dieser Stadt für unsere Menschenrechtscharta. Wir sind eine Menschenrechtsstadt, wir sind die erste Stadt in Österreich, die das unterschrieben hat. Und wir haben uns gegen Gewalt auch in dieser Stadt eine Charta unterschrieben. Und da steht auch drinnen, dass niemand diskriminiert werden darf, aus gewissen Gründen, Religion, Sexualität und, und. Und ich bin froh, dass diese Stadt das unterschrieben hat, weil allein unter diesem Gesichtspunkt bin ich als Homosexueller in dieser Stadt bis zu einem gewissen Grad geschützt. Und Gott sei Dank. Und es gibt genug in dieser Stadt herinnen, die sich nicht trauen, weil sie nur diskriminieren. Das gehört auch in diesen. Da will ich den runden Tisch dazu haben, der mir dazu hilft, diese Rechte miteinander in dieser Stadt und darüber hinaus zu tragen. Und das kostet Geld. Danke. Danke. Letzte Wortmeldung hoffentlich jetzt der Kollege Fuchs. Es liegt in Ihrer Hand, die Debatte jetzt nochmal zu verlängern. Gell? Na, zunächst einmal an alle. Jeder Redner darf hier seine Meinung äußern. Das ist ein Grundrecht. Wir reden ständig über Grundrechte und Menschenrechte. Und wenn die Frau Marlene Wörndl etwas sagt und dann ihr das Wort zu unterbinden, zu verbieten, zu sagen, das ist skandalös und was gut was, sie hat das Recht hier zu reden. Und dieses Grundrecht erwarte ich mir, dass das gewährt wird. Zunächst zur Position, zur ja, das können Sie nachher, Frau Homola oder Herr Homola. Zur Position der ÖVP. Wir sind dafür, dass dieser runde Tisch eingerichtet wird und wurde, aus dem einen Grund, weil wir wollen, dass Fachexperten von außen hin auch den Magistrat beraten, die einzelnen Maßnahmen evaluieren, so wie es im Amtsbericht vorgesehen ist, nämlich Beratung, Evaluierung, Berichterstattung, Vorschläge unterbreiten, beobachten, das ist alles sinnvoll. Und deshalb unterstützen wir die Einrichtung dieses runden Tisches. Was wir aber nicht wollen,
ist, neue Strukturen zu schaffen. Mit viel Geld neue Strukturen zu schaffen. Um 95.000 Euro, das ist ja immer nur ein Anfang. Herr Bürgermeister, ich kenne es ja. Die Projekte, die weiten sich dann aus. Wir haben ein personell bestens ausgestattetes Beauftragtencenter. Eine Frauen- und Gleichbehandlungsbeauftragte, eine Integrationsbeauftragte, eine Behindertenbeauftragte. Wir haben Bewohnerservicestellen in den Stadtteilen. Wir haben einen Jugendkoordinator. Wir haben Anlaufstellen ohne Ende, ein Bürgerservice. Und jeder, der sich in seinen Rechten beschnitten fühlt, hat Möglichkeiten, sich an diese ganzen Stellen zu wenden. Und ich erwarte mir schon, wenn man Beauftragtencenter einrichtet, dass die dann die Qualifikation und die Kompetenz haben. Das breite Netzwerk an Institutionen, Vereinen, die es nachgelagert gibt, zu kennen, um die Menschen dorthin zu vermitteln. Und ich habe die Beispiele im Senat gesagt. Die AK unterstützt, es unterstützt das Kinderschutzzentrum, KIA, es unterstützt HOSI. All diese ganzen Institutionen und Vereine werden von der Stadt subventioniert, zu Recht, damit sie auch hier die Schutzbedürftigen und die Menschen, die eben Hilfe suchen, auch zu ihrem Recht zu erlangen. Und ich glaube, das ist der Kritikpunkt und weniger, dass wir jetzt sagen, wir wollen das Thema Menschenrechte gar nicht mehr thematisieren, wir wollen es nur einseitig beleuchten. Aber jetzt werden 20.000 Euro freigeschaufelt für eine Kampagne. Für eine Kampagne, die aus meiner Sicht völlig einseitig ist und sehr abstrakt ist. Ich weiß nicht, welchen Bürger in dieser Stadt und welcher Bürgerin in dieser Stadt deshalb mehr Menschenrechte zugutekommt durch diese ganzen Plakatsteher, die jetzt flächendeckend auf den einzelnen Standorten noch dazu mit Citylights in 2 Wochen noch garniert werden. Das ist Kampagne und das ist aus meiner Sicht keine Bewusstseinsbildung. Bewusstseinsbildung setzt in den Schulen an. Bewusstseinsbildung setzt im Diskurs an und nicht in einer Kampagne. Und deshalb sagen wir, diese Kosten, diese 95.000 Euro, könnte man sich wirklich sparen, weil ich habe oft den Eindruck, das ist ein Placebo, um die, ist schon heute oft genug gesagt, die Gutmenschen zu befriedigen und das Gewissen zu beruhigen. Tatsachenrichtigstellung, Kollegin Homola. So, ich lasse jetzt über den Antrag Gegenantrag muss ich zuerst abstimmen, danke. Ich lasse über den Gegenantrag der ÖVP abstimmen, sinngemäß, also wie Stadtsenat sinngemäß, runder Tisch. Keine Dotierung. Wer mit dem Gegenantrag der ÖVP einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Ist der Gegenantrag abgelehnt? Jetzt lasse ich über den Hauptantrag der Berichterstatterin abstimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe. Gegen die Stimmen der ÖVP. Gegen. Das habt ihr zuerst falsch aufgesagt, aber macht nichts. Okay, ich nehme das zur Kenntnis und der Liste dazu. So beschlossen. Jetzt kommt die Katastrophe. Fuchs, Ladauf, so beschlossen. Stefan Zweig, Center, Eigner, Ladauf. Wortmeldung. Ich verabschiede den runden Tisch. Zieht, geht dahin. In Frieden. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich möchte zum ersten Amtsbericht heute von der Abteilung Kultur, Sport und Schule Stellung nehmen. Sternstunden mit Stefan Zweig. So hieß ein Artikel in den Salzburger Nachrichten, den die junge Kulturjournalistin Eva Bittercatscher vor kurzem so treffend über ein Schulprojekt geschrieben hat. Ich möchte deshalb mit ein paar Worten dieses eine Projekt aus dem vielfältigen Arbeitsprogramm vom Stefan Zweig Center herausheben. Denn ausgegangen ist man mit der Frage, wie gewinnt man Jugendliche für die herausfordernden Texte von Stefan Zweig? Clemens Renoldner, der Leiter vom Stefan Zweig Center, hat dieses Literaturprojekt gemeinsam mit der Hauptschullehrerin Franziska Barth und dem Salzburger Schriftsteller Walter Müller entwickelt. Ich habe mit der Lehrerin vor kurzem gesprochen
weil mich das sehr interessiert, wie konkret hier gearbeitet wird. Und sie hat erzählt, dass sie dieses Projekt im Rahmen der Literaturgeschichte an ihrer Schule mit 13- bis 14-jährigen jungen Leuten durchführen wollte. Lang hat man sich beschäftigt, welche Texte von Stefan Zweig hier passen würden. Und dann haben sie sich das Buch Sternstunden der Menschheit zu Herzen genommen. Die jungen Leute haben natürlich Geschichten gelesen, das Stefan-Zweig-Zentrum besucht und mehr über das Leben des Künstlers erfahren und waren wirklich begeistert von der Sprachgewalt und den Schicksalen, die hier in diesem Buch aufgeschienen sind. Dann sind sie konkret aktiv geworden in Form einer Schreibwerkstatt und haben unter der sensiblen Leitung von Walter Müller konkret ihre eigenen Sternstunden entwickelt. Daraus ist ein richtiges Buch entstanden, das ich mir aus dem Stefan-Zweig-Center geholt habe. Es trägt den Titel Das Jahr 2073, muss man sich vorstellen, und die Jahre davor und danach, Sternstundentexte. Und wenn Walter Müller so zusammenfassend sagt, die Geschichten, die in kurzer Zeit entstanden sind, spiegeln Lebensgefühle, Hoffnungen, Zukunftsideen, Erfahrungen und Erlebnisse wider. Und er zollt den jungen Menschen Respekt, wenn er sagt zu diesen Geschichten, die Welt nebenan oder in einem drinnen ist reich und spannend genug. Und von den vielen kleinen, und Anführungszeichen, Geschichten der Schüler kann man eine ganze Menge über das Leben lernen. Und so kann man sich vorstellen, wie wichtig es ist, wenn Kinder und Jugendliche, so oft es nur geht, die Chance bekommen, sich mit Kunst und Kultur auseinanderzusetzen und wie wichtig es auch ein Bestandteil ihrer Persönlichkeitsentwicklung für das soziale Miteinander und die Bildung ist. Denn konkret, was sie lernen können von den Werten von Stefan Zweig, sind Offenheit, Toleranz und Vordenken. Und damit Projekte wie dieses entstehen können, braucht es eben engagierte Kulturschaffende, engagierte Lehrer, feinfühlige Künstler, denn Wissen braucht Erfahrung. Und ebenso unser Mittun natürlich, wo wir die finanziellen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Und ich möchte noch ein paar Worte anfügen, wie Stefan Zweig diese Sternstunden beschreibt. Er sagt selber, ich habe sie so genannt, weil sie leuchtend und unwandelbar wie Sterne die Nacht der Vergänglichkeit überglänzen. Ich wünsche euch und uns auch allen, solche Sternstunden zu erleben, denn Probleme haben wir in unserer Zeit genug. Danke, ich lasse jetzt über den Amtsvorschlag der Berichterstatterin abstimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen mit der Hand. Gegenprobe, das ist gegen die Stimmen der Elf, so beschlossen. Spielzeugmuseum, Kollegin Wörndl. Wortmeldung. Ich hätte jetzt an sich die Berichterstatterin, aber können Sie bitte nochmal zu Wort melden. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, sehr geehrte Salzburger Bevölkerung. 600.000 Euro geschätzte Umbaukosten für das Spielzeugmuseum stehen heute tatsächliche Kosten von 2,2 Millionen Euro gegenüber. Da stellt sich die eine oder die andere Frage. Etwa, ob die geschätzten Kosten von 600.000 Euro nicht doch etwas zu blauäugig gewesen sind. Oder ob sich da nicht wer verkalkuliert hat. Denn bei Gebäuden dieses Alters und dieser Bausubstanz ist eigentlich damit zu rechnen, dass man auf alte Elektroleitungen und alte Heizungsleitungen trifft. Noch dazu, wenn man einige Meter weiter das traurige Negativbeispiel zum Thema Umbau, nämlich das Haus der Natur, vorfindet. Aber die Kostenschätzung steht auf den einen Blatt. Auf einem anderen Blatt steht aber die Rolle der Stadt und des Herrn Bürgermeisters. Denn die Aufgabe des Herrn Bürgermeisters als Finanzreferent ist, darauf zu achten, dass mit den Steuergeldern der Salzburgerinnen und Salzburgern sorgfältig umgegangen wird. Herr Bürgermeister, auch Sie passen auf, wann der heraus steht. Und er hat dafür zu sorgen, dass der Umgang mit diesen Geldern gegebenenfalls auch kontrolliert wird. Nicht nur deswegen hat der Gemeinderat schon im Jahr 2001 beschlossen, dass bei Bauvorhaben der Stadt mit geschätzten Baukosten von 1,45 Millionen Euro eine Projektkontrolle durch das Kontrollamt durchgeführt werden muss. Der Umbau des Spielzeugmuseums kostete nun 1,65 Millionen Euro, inklusive der Erstausstattung sogar mehr wie 2,2 Millionen Euro. Die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze wurde also deutlich überschritten. Eine Projektkontrolle und eine begleitende Kontrolle hätte also durchgeführt werden müssen. Um jedoch diese Kontrolle durch das Kontrollamt überhaupt zu ermöglichen, hätte dem Gemeinderat vorab ein Grundsatzamtsbericht vorgelegt werden müssen. Denn das auch wurde beschlossen,
am 4.7.2001. Die Vorlage eines solchen Amtsberichtes, der zwingend erforderlich gewesen wäre, wurde aber verabsäumt. Und das, obwohl Anfang 2011 die Kostenexplosion bereits bekannt war und das damals auch dem Ressortchef Bürgermeister Schaden mitgeteilt wurde. Eines ist klar, ohne diesen Amtsbericht ist es überhaupt erst möglich geworden, dass sich die Projektkosten ohne eine Beschlussfassung und ohne die Freigabe der Gelder durch den Gemeinderat verdreifachen konnten. Um es noch einmal deutlich zu machen, meine Damen und Herren, der Direktor des Salzburg-Museums hat im Kuratorium bei seiner 71. Sitzung bereits am 3. Mai über den Mehrbedarf von 800.000 Euro informiert. Der Direktor hat weiter von den positiven Gesprächen, unter anderem auch mit der Stadt, über Deckung des Mehrbedarfs berichtet. Von Seiten des Bürgermeisters hieß es damals, dass dazu ein Amtsbericht der MA2 für das Budget 2012 erforderlich sei. Einen solchen Amtsbericht wurde aber erst im März 2012, also fast ein Jahr später, vorgelegt. Aber was kümmert es denn den Bürgermeister? Denn den Bürgermeister kümmert sowas nichts. In der Chronologie erinnert das Bauvorhaben Spielzeugmuseum leider in mehrfacher Hinsicht an die Kostenexplosion beim Haus der Natur. Beim Haus der Natur hatte der Bürgermeister 2009 jedoch noch selber einen Prüfantrag an das Kontrollamt gerichtet. Ein solcher Prüfantrag ist auch im konkreten Fall notwendig. Insbesondere, da dringend eine einheitliche Vorgangsweise in Bezug auf die Einbindung des Gemeinderates und der Projektkontrolle bei Kostensteigerung nötig ist. Warum sich der Herr Bürgermeister jetzt auf den Schlips getreten fühlt, ist mir unverständlich. Als ob in seiner Ehre beleidigt, gibt es eine politische Retourkutsche nach der anderen. Nicht wir, Herr Bürgermeister, haben uns über geltende Beschlüsse des Gemeinderates hinweggesetzt, sondern Sie. Und Sie waren es, Herr Bürgermeister, der den Amtsbericht fast ein Jahr zu spät vorgelegt hat. Herr Bürgermeister, Sie gaben vor kurzem im Stadtblatt ein Interview, in dem Sie den Vergleich zwischen Ihnen und den alten Fürsterzbischöfen nicht verstehen konnten. Ganz von der Hand zu weisen ist dieser Vergleich aber leider nicht. Gut, Herr Kollege, ich darf Sie daran erinnern, dass die ÖVP prominent in den diversen Gremien vertreten ist, dieser gemeinsamen Stadt-Land-Einrichtung, im Aufsichtsrat, im Kuratorium. Dort habe ich nichts gehört von der ÖVP und ihren Mandatarinnen und Mandataren. Und Sie blustern Sie da jetzt auf. Ich lasse über den Antrag abstimmen. Wer damit. Lauter Frau, schau. So beschlossen. Dann haben wir die Mittelübertragung Zuckerstädter. So beschlossen. Dann haben wir die Nachwuchsförderung, Kollege Auringer. So beschlossen. Dann haben wir die Sanierung des Zwergerl-Pavillons im Mirabellgarten, die auch schon lang passiert ist, vor einem Jahr ungefähr. Kollegin Schimak. Ah ja, die ist nicht da, genau. Danke. Dann haben wir einstimmig nach meiner Erinnerung gehabt, diese ganzen Bebauungspläne oder wo jetzt das Punkt für Punkt. Also 14, 15, 16 einstimmig, ist das richtig? Ja? Kann ich das als Beschluss so protokollieren lassen? 17, Protokollanmerkung, so beschlossen. 18 gegen 11 und die Riedenburg-Kaserne wieder einstimmig, glaube ich. Ja, Protokollanmerkung gibt es. Rudi Kampf, weißt du Bescheid? Ja, okay, gut, dass wir da keine Wickel reinkriegen. Dann haben wir den Amtsbericht Umschichtung und Kostenbeteiligung Land im außerordentlichen Haushalt Fuchs, so beschlossen. Dann die Straßenbeleuchtung, Kollegin Siebert, so beschlossen. Gegen F, seid ihr Gesellen der Finsternis? Oder? Den Neubau des Schlisselberger Stegs, auch gegen F. Ah, okay, einstimmig. Die Grabungsinstandsetzungen, Kollegin Schupfer. Lauterfall. So, lieber Kollege Weiser, nachdem Sie mich daran erinnert haben, dass ich sparsam mit dem Geld umgeben soll, ich darf vorwegschicken, die Kollegin Schmidt und ich haben uns am Montag geeinigt, dass wir das machen. Ja, dass da, weil es eh schon Sport ist. Aber ich darf den staunenden Gemeinderat berichten, dass es entgegen der damaligen Rechtslage im Jahr 1970 eine vertragliche Vereinbarung zwischen Stadt und Land ohne jede Not gab, dass die Stadt bereit ist, für die damaligen Bundesstraßen, 100%ige Zuständigkeit des Bundes, eine Kostenbeteiligung von 50% der Stadt gibt. Dass es für die damaligen Landesstraßen, ihr kennt den Schlüssel 60-40, entgegen dem Schlüssel eine 50%ige Kostenbeteiligung des Bundes gibt.
Dieser Vertrag wurde 40 Jahre lang überhaupt nicht diskutiert, bis er am Montag außer geapert ist, sage ich mal, in der Senatssitzung. Und dies trotz der Tatsache, dass in der StVO eindeutig geregelt ist, dass der Straßenerhalter zuständig ist, auch für die Sicherheitseinrichtungen, wie zum Beispiel Bodenmarkierungen. Also es gibt eine ganz eindeutige Rechtslage. Es sind die Bundesstraßen, die 2002 dem Land übertragen wurden, zu 100% nach wie vor aufgrund der geltenden Rechtslage vom Land zu erhalten, zu finanzieren etc. pp. Ich habe das x und x mal, Herr Baudirektor, jetzt spreche ich Sie an, x und x mal im Stadtsenat thematisiert und trotzdem haben wir Millionenbeträge über diese 40 Jahre freiwillig und ohne Not ans Land bezahlt. Es gibt, wie Sie wissen, jetzt diese Arbeitsgruppe unter der Leitung des Kontrollamtsdirektors, dass diese Verhältnisse, diese ungeordneten und unklaren Verhältnisse zwischen Staat und Land, und das ist jetzt gar kein Vorwurf gegenüber dem Land, das sage ich ausdrücklich dazu, wir waren selber dumm genug, dass wir das zugelassen haben und auch immer wieder beschlossen haben, meist im Bauausschuss und nicht im Staatssenat, dass wir das freiwillig bezahlt haben, ohne Not, contra legem. Ich habe dem Kontrollamtsdirektor auch diese Unterlagen übergeben, weil ich diesen Vertrag für rechtswidrig halte. Und es ist im Zuge jetzt der Klärung der Verhältnisse zwischen Stadt und Land, was die ehemaligen Bundesstraßen und die jetzigen Landesstraßen betrifft, auch dieser Vertrag neu aufzusetzen. Jedenfalls. So, Herr Berichterstatter, wollen Sie was sagen? Das ist großartig, so beschlossen. Dann habe ich noch die Abfuhrordnung, Siebert. So beschlossen. Dann Kontrollamtsjahresbericht, Markowitz, so beschlossen. Nicht öffentlich, mache ich jetzt trotzdem der Geschwindigkeit, lauter V, so beschlossen, die Sitzung ist geschlossen.